Herzlich willkommen an alle zu einem spannenden Thema, auf das ich mich wirklich sehr, sehr gefreut habe, dass wir diese Reihe jetzt fortsetzen, nämlich der amerikanische Bürgerkrieg. Das ist der vierte Teil unserer Reihe und wir sind mittlerweile im Jahr 1864 angekommen. Ich will jetzt gar nicht dass die Vorgeschichte zu lang machen, aber sagen wir so viel, dass Grant, der Mann links im Bild, hat ein paar große Siege im Westen errungen. Und General Lee, der mit seiner ähm, Virginia-Armee im Osten ist, der hat äh, große Siege bis zur Schlacht in Gettysburg im Osten errungen. Und jetzt geht es wirklich darum, dass Lincoln das Problem hatte, dass man einen General finden musste, weil alle Generäle zuvor sind jeweils an Lee gescheitert. Und jetzt ging es darum, einen General zu finden, der es mit Lee aufnehmen könnte. Und Grant war so ziemlich der einzige General. Ich weiß denn, gar nicht, wer das war. Der eine General, der war doch total. Ja, aber die haben nur 5.000 Leute. Ja, und was ist, wenn sie 10.000 haben? Dann kriegst du 20.000. Und was ist, wenn sie 20.000 haben? Dann kriegst du 40.000. Das war doch bei. Ich denke, du sprichst doch ja auf McClellan an. Ja, das. Der hat so 100.000 Mann her und sein Gegenüber ist quasi. Äh, das war halt ein General. Ich hätte den Namen jetzt vergessen, aber das war halt ein ehemaliger Schauspieler und der hat. Quasi ein okay. Bataillon den ganzen Tag den Hügel immer auf und ab marschieren lassen, so dass McLellan dachte: Oh, das ist die ganze Südstaatenarmee, die haben mindestens 100.000 Mann und hat sich geweigert, mit seinen 100.000 Mann anzugreifen und hat von Lincoln weitere 20.000 Mann gefordert. Und dann hat es äh, Lincoln irgendwann gereicht und meint: Okay, ich, ich muss den jetzt absetzen. Und dann kam das klingt halt, ja fast wie, wie bei Verstaubten Sie Gesichter mit den Tricks hier. Ja, <laughs> ja, genau. So dass die auch ein bisschen auf wie Rommel, ne? Rommel ist ja auch in der Wüste gefahren mit ja. Fahrzeugen und hat Staub aufgewirbelt und alles Mögliche, um halt große Truppenbewegungen zu äh, faken. Genau. Ja. Und äh, Grant war halt der Erste, der wirklich das geschafft hat, äh, im Westen einen Sieg zu erringen. Er hat mich Vicksburg eingenommen und äh, gleichzeitig hat Meade in Gettysburg Lee zurückgeschlagen. Aber Meade war zu vorsichtig. Meade hätte den Sieg bei Gettysburg, Gettysburg ausnutzen können und hätte wahrscheinlich die ganze Virginia-Armee vernichten können. Hat es aber nicht gemacht und Lincoln hat es daraufhin auch gereicht, weil er gesagt hat, dieser Krieg muss doch jetzt irgendwann mal aufhören. Weil wir müssen uns klar machen, im beginnenden Jahr 1864 geht der Krieg jetzt ins äh, vierte Jahr. Und die Menschen waren eigentlich der Meinung, dass dieser Krieg innerhalb von einer großen Schlacht beendet ist. Und der ging halt immer weiter und weiter und mittlerweile gab es hunderttausende Tote. Also das ist ja wieder, ich sage mal, nicht so wie heute. Heutzutage äh, sind Verluste von 5 bis 10 Prozent, sind ein riesengroßer, würde es einen riesengroßen Aufschrei geben in der amerikanischen Gesellschaft, wenn äh, Einheiten 10 Prozent Verluste hätten, das wäre undenkbar. Und damals waren halt 30 Prozent Verluste in jeder Schlacht an der Tagesordnung, das war völlig normal. Dass, eine, dass ein Herr 30% seiner Männer verliert an Verwundeten und Toten und Kranken. Und das waren einfach Verlustzahlen, die waren einfach nicht mehr handelbar. Wie gesagt, und mittlerweile sind wir schon bei dem Punkt, dass es hier um Hunderttausende Tote und Hunderttausende Verwundete ge geht. Was äh, natürlich für so eine Gesellschaft ein absoluter Wahnsinn ist. Genau. Und der äh, General Grant, der ist dann aufgrund seiner äh, Erfolge von Lincoln, ist er zum General Lieutenant, also zum Generalleutnant befördert worden. und dieser posten ist in der amerikanischen Armee zu der Zeit bisher das sag ich mal zuletzt an George Washington gegangen und damit hat Grant den Oberbefehl über alle Streitkräfte der Union bekommen, was äh, 533.000 Mann waren. und das könnte man schon echt sagen. Also ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber das soll wohl zu der Zeit die größte Armee der Welt gewesen sein. Was ja vorstellbar ist, bei über einer halben Million zu der Zeit. Ich weiß nicht, was die Preußen in den 60ern, 1860ern, wie groß die Streitkräfte da waren. Ich glaube, die waren gar nicht so groß. Die haben sich, glaube ich, eher darauf verlassen, wenn sie die, die Reserven einberufen, dann wird das schon irgendwie reichen. Ja. Ja. Genau. Und Grant äh, hat dann auch den äh, Oberbefehl über die Potomac-Armee bekommen. Das ist die wichtigste Armee. Das ist die Armee auf dem, östlichsten Sch auf dem östlichen Schauplatz die äh, General Lee gegenübersteht. Und diese Armee stand halt nicht weit entfernt von Richmond und man war sich sicher, wenn man Richmond einnehmen würde, also die Stadt, die Hauptstadt der Konföderation, dass der Krieg dann sicherlich zu Ende wäre. Und so hat man natürlich Grant da hingeschickt. Und dann kam es dazu, dass Grants Stabsoffiziere kamen da an in, diesem, in dem Lager und da saßen die alten gedieten Potomac Stabsoffiziere und Soldaten. Und die kamen natürlich erstmal an und haben gesagt: Ja, ja, Grant, am besten haben wir Wicksburg erobert. Ihr werdet schon sehen, äh, hier Grant wird hier aufräumen. Und äh, deren Kommentar war halt nur: Naja, Grant ist ja noch nie auf Bobby Lee getroffen. Schauen wir mal, was dann passiert. Also, es war schon so zu der Zeit, dass Lee wirklich ähm, als unbesiegbar als, galt, eigentlich ja, als unbesiegbar galt oder als extrem schwerer Gegner, der immer wieder das schafft. Die, äh, die Generale zur Überraschung die zu überwältigen. gefunden. Ja, gerne. Und zwar hatte die preußische Armee im Jahre 1861 211.000 Soldaten und im Jahre 1867 hatten sie 264.000 Soldaten. Ah oh ja, dann kommt das ja ungefähr hin, ja, Das ist auf jeden Fall die größte, und die, Armee größte der Welt die größte Ausdehnung war 1888 mit äh, 377.000 Mann. Ja. Ja, dann kommt es doch hin. Mit der größten Armee der Welt. Lee, also Robert e. Lee, der Gegenspieler von Grant, der war schon in seinen frühen Jahren dafür bekannt, dass er eine Vorliebe hatte, Schützengräben auszuheben, und er wurde als Spatenkönig äh, verspottet. Und diese Eigenschaft, gerne Schützengräben auszuheben, sollte sich in den folgenden Schlachten jetzt, äh, sage ich mal, bezahlt machen, denn wir müssen uns vorstellen Teilweise, gerade zum Anfang des Krieges, wurde noch mit diesen veralteten Methoden gekämpft und das erklärt auch diese hohen Verluste. Das heißt, man ist wirklich in Reihen vorgerückt gegen meistens Truppen, die sich irgendwo entweder im offenen Feldgefecht oder auch die sich hinter irgendwelchen äh, in Wäldern versteckt hatten oder aus Wäldern herausgeschossen haben oder unter, hinter irgendwelchen Steinmauern hervorgeschossen haben. Und zwar das mit Gewehren. Die so gut waren, dass sie auf ja, sagen wir fast 200 Meter relativ treffsicher konntest du jemanden töten. Und die Gewehre hatten halt auch wirklich eine hohe Feuerrate, was natürlich dann zu diesen immensen Verlusten geführt hat. Und Lee hat erkannt, okay, ich habe nicht mehr so viele Männer. Vielleicht sollte ich wieder zu meinen alten Methoden zurückkehren. Und wir sollten vor allen Dingen defensiv kämpfen, was ihm ja gar nicht so wirklich lag. Und wir sollten vor allen Dingen auch äh, uns immer wieder eingraben. Und damit wir halt nicht so leicht äh, ja, zu treffen sind, ne? Vom Gegner. Ähm, so. Genau, und äh, noch eine kleine Anekdote zu Lee, die ich gefunden hatte. Äh, nach seinen Siegen, äh, Lee war natürlich er von seinen Männern total geschätzt und die haben ihn alle geliebt. Und selbst nach der Niederlage in Gettysburg, die er ja unter anderem mitverschuldet hat, äh, das könnt ihr in dem Podcast davor nochmal nachgucken, da erzähle ich das nochmal ein bisschen deutlicher. Da war es so, dass sogar die Leute, er ist zu seinen Leuten geritten und hat gesagt, es tut mir leid, ich bin schuld. Und die haben gesagt, nein, nein, und wir, wir werden, wir werden weiterkämpfen, wir werden es wieder gut machen. So, wir haben dich enttäuscht. Also die Männer haben ihn wirklich geliebt, obwohl er halt ein sehr harter Kommandant war. Und äh, einmal wurde dann ein junger Mann zu ihm gebracht, der hatte gegen die Vorschriften verstoßen und der hat geschlottert vor Angst und Lee hat ihn angeguckt und meinte, keine Angst, hier widerfährt fährt ihnen Gerechtigkeit. Und der Mann hat gesagt, ich weiß, General, deswegen habe ich ja solche Angst. Äh, was ein bisschen seinen Charakter widerspiegelt. Und, äh, zum Beispiel, was auch noch interessant ist bei Lee, er hat zum Beispiel nie vom Feind gesprochen, sondern er sagte immer nur, diese Leute, also these people. Weil er gesagt hat, die sind ja trotzdem irgendwie eine Nation und er hat die Leute nicht wirklich als seinen Todfeind betrachtet, als seinen Gegner. Und, äh, hat die wirklich halt eher so gesehen als, als ja, gut, das sind halt diese Leute, aber wir sind ja trotzdem von einem Volk. Und äh, deswegen war er da halt auch nie wirklich hasserfüllt. Ja, dann habe ich noch ein paar Sachen. Ähm, und zwar, paradoxerweise haben die Erfolge des Nordens dazu geführt, dass äh, sie militärisch schwächer wurden. Woran lag das? Und zwar haben die Unionsarmeen mussten 100.000 Quadratmeilen abdecken, eroberten Territoriums. Das hat natürlich dazu geführt, dass sie sehr viele Besatzungstruppen detachieren mussten und abstellen mussten, und, äh, um die Nachschublinien zu schützen vor Partisanüberfällen und vor Stuart, Jeb Stuart's Kavallerie, die da im Hinterland gerne mal rumgezogen ist und ein Versorgungslager in die Luft gesprengt hat. War das nicht sogar so, dass da... Ähm Native Americans, wie man ja heute sagt, oder wie man sticht gebrochen sagt, die Indianer auch auf Seiten der Südstaaten gekämpft haben und die dann solche Operationen durchgeführt haben. Ja, also tatsächlich auf beiden Seiten sogar. Ne? Also die, der Norden hat Indianer eingesetzt und oder Native Americans und die Südstaaten auch. Und das war aber meistens mehr. Also die gab auch, äh, die gab es auch im, im Westen zum Beispiel, aber die waren doch mehr im Trans-Mississippi-Gebiet oder in Indianer-Territorien. Da ging der Krieg auch noch weiter, nachdem der Krieg äh, offiziell schon eigentlich beendet war, ging der Krieg da noch ein bisschen weiter, ein paar Monate. Äh, ja, aber das gab es dann tatsächlich, ja. Bei der Unionsarmee war letztlich nur das Problem, dass sie so großes Gebiet abdecken mussten. Eines der Hauptprobleme war, wenn man sich unseren ersten Podcast nochmal anguckt, 1861, aber haben die Leute sich für drei Jahre verpflichtet zu kämpfen? Und diese drei Jahre sind acht, Anfang 1864 abgelaufen. Das heißt, dass mehrere hunderttausend Mann hätten entlassen werden müssen und weitere hunderttausend Mann, äh, man hätte halt weitere hunderttausend Mann anwerben müssen. Und das war halt das riesengroße Problem. Und äh, von diesen 236.000 Mann, die die Armee jetzt hätten verlassen können, haben sich 136.000 verpflichtet, weiterzumachen. Die blieben sozusagen als Veteranen erhalten. Aber 100.000 haben gesagt, nein, für uns ist dieser Krieg hier zu Ende, wir, wir gehen jetzt nach Hause. Und äh, die, die Männer, die man neu eingestellt hat, also Grant hat über diese Leute was gesagt, ähm, und Grant meinte, also man hat dann quasi Diebe, Störenfriede, Landfriedensbrecher und um so rekrutiert, also alle Leute, deren man habhaft werden konnte. Die Leute, die wir auf diese Weise bekommen, werden fast alle fahrenflüchtig, motograd im September. Und von fünf gemeldeten neun Rekruten wird nur ein brauchbarer, wird nur einer brauchbarer Soldat. Das erinnert mich so ein bisschen an, an, ähm, an den Siebenjährigen Krieg mit den Preußen, wo sie auch nachher alles ja, ja. Äh, in, genau. in die Reihen geprügelt haben. Ja, das kommt ganz gut Aber hin. auch mehr, mehr geprügelt. So, das hatte ja mit der, mit der disziplinierten Berufsarmee die Friedrichs Vater ihm hinterlassen hatte, nicht mehr viel zu tun. Naja, definitiv nicht. Also hier ist es auch, hier ist es ein bisschen anders. Also die Leute wurden natürlich nicht gezwungen direkt, sondern das gab so eine Art Handgeld. Und du hast, und natürlich gab es Leute, die haben sich unter zig verschiedenen Namen neu eingeschrieben, sind abgehauen, haben wieder das Handgeld kassiert sind. Ja, und äh, das gab es natürlich auch. Weil jeder natürlich wusste, gut, das war nicht mehr so wie 1862 oder 1861, wo es so eine riesige Euphorie gab, sondern die Leute haben die Friedhöfe gesehen, die haben Zeitungen gelesen. Im ähm, Ersten Weltkrieg eigentlich, ne? Ja, also da hatte dann keiner mehr großartig Lust. Und es gab halt in dem Sinn auch noch keine Wehrpflicht im Norden. Im Süden hat sich das Ganze ein bisschen anders verhalten. Da gab es ähnliche Verträge mit den Soldaten, dass sie nach drei Jahren wieder. Äh, äh, entlassen werden sollten aus dem Dienst. Aber die Konföderation hat einfach gesagt, nein, äh, nee, das machen wir denn doch nicht. Ihr bleibt einfach hier. Und haben quasi den Befehl bekommen, äh, da zu bleiben. Aber dafür haben sie 30 Tage Heimaturlaub bekommen, eine Prämie des Bundes in Höhe von 400 Dollar und haben so einen speziellen Winkel am Ärmel bekommen, äh, dass, sie, dass sie quasi Veteranen waren. Das wurde damit ausgezeichnet. Und äh, die Südstaaten haben noch was anderes gemacht und zwar gab es ja diese Methode, dass man einen Ersatzmann stellen durfte. Also im Süden gab es schon sowas in der Art wie eine Wehrpflicht und man konnte einen Ersatzmann stellen für ein paar hundert Dollar und das wurde auch aufgehoben. Und man hat auch äh, 17 bis 50-Jährige jetzt eingezogen. Also der Süden hatte natürlich ein deutlich größeres Problem. Und trotz allem war der Süden dem Norden an Mannstärke immer noch... 2 zu 1 unterlegen. Genau. Und war es nicht sogar so, dass man nachher dazu sogar übergegangen ist, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen auch Sklaven. Ist jetzt nicht so... Das, das kam tatsächlich äh, ähm, ja, Mitte, Ende des Jahres 1864, eher Ende, dass die Südstaaten gesagt haben, okay, also der Norden setzt jetzt Sklaven ein, wir machen das gleiche und versprechen ihnen halt die Freiheit dafür. Äh, weil man einfach in der Verlegenheit war, man konnte... Diese Verluste, die man erlitten hat, einfach nicht mehr ersetzen. Das war nicht mehr mö möglich. Und daraufhin hat man dann darauf zurückgegriffen. Ja. Es gibt auch eine Geschichte und zwar Grant hat aus Washington hat er, da gab es halt eine schwere Artilleriebatterie oder die schwere Artillerie von Washington sozusagen, die Washington beschützt hat. Und der, der diese Männer hat er mitgenommen die Artilleristen und hat sie halt äh, zu Fußsoldaten ausgebildet und die wurden halt Heavies genannt, also wegen Heavy Artillery. Und als sie ins Camp gekommen sind, haben sich die anderen Männer gefragt: hey, Was sind das denn für Leute? Jetzt nicht, weil sie irgendwie besondere Uniform hatten oder so, sondern weil die Einheit, die da reinkam, so groß war, dass und intakt war, dass die gar nicht sich vorstellen konnten, welche Division das gewesen sein sollte, weil äh, ja ihre Division, die in der Potomac Armee waren, alle so angeschlagen waren und alle nur noch halb und ein Viertel, äh, Viertel Mannstärke hatten. Und die kamen halt mit ihren schicken Uniformen und die Veteranen der Potomac Army haben sie auch äh, sehr schön begrüßt. Sie haben quasi eine, eine vergammelte Leiche an den Wegesrand gelegt und eine Decke drüber. Und wenn dann neue Soldaten vorbeikommen, haben sie die Decke weggemacht und haben gesagt: Hey, hier, guck mal, das erwartet dich hier bald. Freu dich schon mal drauf." Also das blüht euch bald, haben sie denn gesagt. Was schon echt ziemlich hart und makaber ist. Aber da sieht man, wie ne, das haben die waren, ne? auch gemacht während des Winterkrieges. Und zwar haben die äh, sowjetische Soldaten als Wegweiser benutzt. Geht <laughs> das hart? Da weißt du gleich, wo du bist, ja. ja. Was haben sie mit Vorliebe an russischen Versorgungslinien gemacht? Krass. So. Grant hatte jetzt eine wichtige Aufgabe und zwar wollte er dieses Jahr, also mit, äh, er kam ja mit seinen Siegen an, die, an, die, an den ostlich, östlichen Schau Kriegsschauplatz und hat gesagt, so, ich werde es jetzt Lee zeigen. Und sein Plan war halt, massiv vorzurücken. Also anders als Meade, der sehr vorsichtig war, oder McLaren, hat er gesagt, für mich gibt es nur die Offensive, so wie er es im Westen auch gemacht hat. Und hat dann angefangen Richtung äh, Wilderness. Vorzurücken. Die Wilderness ist halt ein Wald. Und die Vorauseinheiten, die sind nämlich ein Jahr schon mal vorher auch da gewesen nämlich äh, bei Chancellorsville. Und die Vorauseinheiten haben einen Tag in Chancellorsville kampiert. Und da gab es ja die große Schlacht, in der Lee die Unionsstreitkräfte umgangen hat und hat sie halt so schwer geschlagen, dass die Südstaatenarmee weiter vorrücken konnte, nach Norden bis nach Gettysburg und ja, was war passiert? Das ist eine sehr schöne Karte übrigens, das ist eine sehr schöne Grafik, das gefällt mir gut. Ich liebe diese Karte, ja. Ich habe eine Riesenkarte von Virginia, mit der ich jetzt bei diesem Thema hier immer arbeite. Die habe ich durch Zufall großes Glück gefunden. Die Leute haben also da kampiert und die Leichen, die von dieser Schlacht dort liegen geblieben waren, wurden, die man auch begraben hatte, die wurden vom Regen, waren die freigespült worden sodass die Soldaten sich zwischen Skeletten und Schädeln äh, quasi das bequem machen mussten. Und viele von denen hatten natürlich in diesem, dieser Schlacht Kameraden verloren und wurden halt auf eine schaurige und dramatische Art wieder an die alten Kameraden erinnert, die dort gestorben waren. Das ist ja, da gab es ja auch wieder zwei, wo das genauso passiert ist. Einmal bei. Germanicus äh, Rachefeldzug durch, äh, durch die Gebiete der Cherusker, wo sie dann durch den Teutoburger Wald marschiert sind. Mhm. Man muss sich ja vergegenwärtigen, das war so 12, 13 nach Christus, also es war jetzt noch nicht so lange her. Und natürlich äh, Napoleons Rückzug aus, aus äh, Russland, wo sie an, an Borodino nochmal vorbei marschiert sind. Ja. Da war, glaube ich, erst ein Jahr vergangen oder Stimmt, sowas. Das heißt, äh, da, ja. hat, da haben sie auch die gesehen. Das war auch bestimmt übel. Es gab ja schon mal eine Schlacht, wie gesagt, in der Wilderness, kurz vor Chancellor's Will. Und die war auch schon sehr, sehr brutal. Und in dieser Schlacht, diese Schlacht wurde auch zu einem absoluten Desaster. Die Schlacht werde ich jetzt nicht im Detail beschreiben, also wie auch die folgenden Schlachten nicht, weil das sind keine Schlachten mit großen, taktischen, guten Manövern wie bei Gettysburg oder ähnliches, sondern... Das sind mehr oder weniger einfach nur Aufeinanderknallen der beiden Armeen. Ein paar taktische Sachen gibt es da schon, aber das ist jetzt nicht so ausschlaggebend, dass man das jetzt wirklich im Detail äh, breitschlagen müsste. Aber so viel sei gesagt. Also die Unionssoldaten haben die Konföderierten angegriffen. Und zuerst ist es ihnen auch gelungen, dass sie die konföderierten Linien durchbrochen haben. Doch relativ schnell sind dann Verstärkungen herangeführt worden äh, von Lee und die haben ein, äh, ja, einen Gegenangriff durchgeführt und. Damit ist es ihnen halt gelungen, die Situation wieder zu stabilisieren. Die äh, Truppen, die dann unter AP Hill angekommen waren, die wollten die Unionstruppen dann flankieren und wurden aber dann vom 6. Korps gestellt und auch wieder zurückgetrieben. Also es gab ein, mehr oder weniger ein Hin und Her. Und diese Kämpfe haben den ganzen Tag angedauert. Wir müssen uns das halt wirklich vorstellen. Also das ist Waldgebiet, fliegen Mücken, es ist äh, relativ heiß. Und äh, sehr, sehr anstrengende Kämpfe und sehr, sehr unübersichtliche Kämpfe. Am nächsten Tag dann, dem 6. Mai, haben die Unionstruppen diesmal auf ganzer Breite angegriffen. Und Lee hatte ja in seinen vorigen Schlachten immer versucht, sich Schwerpunkte rauszusuchen und den Gegner zu flankieren. Aber Grant hat es dieses Mal ganz geschickt gemacht, dass er wirklich auf ganzer Breite angegriffen hat. Sodass Lee keine Möglichkeit hatte, irgendwo Truppen abzuziehen und einen Schwerpunkt zu bilden. Das heißt... Er musste wirklich stur verteidigen, und das hat auch dazu geführt, dass äh, Lee's Truppen dann angefangen, Lee's Linie angefangen haben zu bröckeln. Und wirklich gerade noch rechtzeitig sind weitere Truppen unter James Longstreet, das ist auch ein General unter Sherman, einer seiner wichtigsten Generale, der auch bei Gettysburg mitgekämpft hat natürlich, und die Truppen unter James Longstreet sind eingetroffen und haben die Unionstruppen den ganzen Weg, den sie sich erkämpft haben, wieder zurückgeworfen. Das ist natürlich auch eine absolute Katastrophe. Du, du kämpfst dich den ganzen Tag durch den Wald vor und, und denkst, du hast Lee geschlagen und dann kommt ein massiver Gegenangriff und du wirst den ganzen Weg wieder zurückgetrieben. Mit der Schwerpunktdoktrin, das klingt ja fast wie, wie was die Deutschen abgezogen haben tatsächlich. Ne? Dieses, diesen Schwerpunkt. Ja. Das ist ja auch, was du gesehen hast. Ich, ich weiß, du bist ja selber großer, großer Tick-Fan, diese äh, Battlestorm-Stalingrad-Reihe. Ja. Wo während die der Schlacht um die um, ja, um die um die Fabriken, dass äh, Chuikov ja gar keine Möglichkeit gegeben hat, für Paulus irgendwo einen Angriffsschwerpunkt zu legen, sondern er überall quasi auf Widerstand äh, traf und keine Truppen abziehen konnte, weil die ja sowieso schon ausgeblutet waren. Ja. Ja, definitiv. Also ich finde das interessant, wie sich in der Militärgeschichte eigentlich so viel wiederholt, wo man eigentlich sagen müsste, eigentlich müsste man daraus lernen, weil das ist ja, ist ja ein ähnliches Ding. Du hast ja, ohne keinen Schwerpunkt bilden kannst und das ja dann dein, dein eigentlicher Clou ist, wenn du quasi in die Defensive gedrängt wirst, obwohl du eigentlich angreifen willst. Das ist natürlich scheiße. Vor allem, ja, Lee, kann ja. natürlich, Lee hat natürlich nicht die Truppenstärke wie, wie, wie Grant, beziehungsweise er kann die Verluste nicht so ausgleichen wie Grant. Und dann natürlich... Noch weiter in die Defensive ge gezwungen zu werden, ohne jetzt wirklich eine Möglichkeit zu haben, äh, ein, ein Flankenmanöver zu starten oder wirklich einen Durchbruch zu erzwingen und quasi die feindlichen Truppen aufzuspalten, einen nach dem anderen, so wie Napoleon das gemacht hat, äh, mit, seinen, äh, mit, mit seinem Marsch Richtung Richtung Schweiz. Ja. Das stimmt. Aber wo du es gerade ansprichst, tatsächlich äh, den, den frisch angekommenen Truppen unter Longstreet, ist es dann gelungen, den 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 Nordstaatentruppen, die sehr weit vorgerückt waren, in die Flanke zu fallen. Und hat es auch geschafft, große Teile der Flanke aufzurollen. Und dann ist was passiert, was verrückterweise an einem fast ähnlichen Ort, also fast örtlich ist es fast genau eine ähnliche Stelle gewesen, also nicht weit von da. Da ist General Jackson, ich glaube, das war ein Jahr oder zwei Jahre, ein Jahr zuvor, glaube ich. Ne, zwei Jahre zuvor muss es gewesen sein. Gab es auch so die Kämpfe in dieser Region und er ist auch mit seinen Truppen vorgerückt und es war so ein Chaos, dass seine eigenen Leute ihn niedergeschossen haben. Und äh, wie auch Jackson ist Longstreet hier, man weiß jetzt nicht, ob es von eigenen Truppen waren oder von gegnerischen Truppen. Auf jeden Fall ist er getroffen worden. Und ist damit als Kommandeur ausgefallen, und damit hat diese, Offen diese Gegenoffensive, die durchaus die Unionstruppen hätte, wirklich eine absolut katastrophale Niederlage beifügen können. Äh, ist dann quasi, hat den Schwung verloren, weil ihr Kommandeur einfach ausgefallen ist. Äh, anders als Jackson hat Longstreet überlebt, aber er konnte erst ein Jahr, äh, ich glaube, ein Dreivierteljahr später erst wieder äh, zu Lee stoßen und war natürlich ein riesengroßer Verlust für General Lee. Ich finde das also, so interessant, dass man, dass man nicht irgendwie, jetzt, jetzt von meiner Perspektive, so äh, wie, wie Tick immer gesagt hat, wie wir we haben, äh, We have the possibility to look at hindsight. So wir wissen es besser, mm -hmm. weil wir wissen, wie es yeah. ausgegangen ist. Für mich wäre jetzt aber der, der bessere Weg gewesen, wenn ich mir jetzt hier die, die geografischen Gegebenheiten angucke. Da ist so, ein, so, eine, so eine schöne, so eine, so eine schöne Bullsh, sage ich jetzt mal, so eine, so eine Wölbung am Fluss. Mm -hmm. Das wäre doch eigentlich prima gewesen, da jetzt, weil er hätte ja nicht ausweichen können. Weißt du, dass man ihn in die in die Richtung von dieser, von dieser ähm, Kuhle quasi zwingt. Ja, ich glaube, das, aber das wär, dass was ich äh, hätte. Lee stand schon hinter dem Fluss. Ähm, Ach, die haben schon übergesetzt. Ja, 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 die haben über den Fluss gesetzt und quasi, wenn man genau hinguckt, ist der dieses Gefechtsfeld ist auch hinter dem Fluss, ist also unter dem Fluss sozusagen. Ja, ich meine äh, jetzt die, die Union kommt ja über den Fluss mhm. und Lee greift ja greift, greift ja von, von Ach, äh, das meinst du? Okay. Ja, von Richtung Süden an und äh, wenn du wenn du jetzt neben dem neben dem eigentlichen Schlachtfeld jetzt guckst, von oben drauf, da ist so eine. Da, da ist dieser Vorsprung. Ja. Weil sie hätten ja mit dem Rücken zur Wand gestanden, quasi. Ja, 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 verstehe. Ja, das hat. Das, also tatsächlich war das ja zum Beispiel der Fall in Gettysburg, dass man Lee hätte dort vernichten können. Ähm, wenn man nur weiter vorgerückt wäre und hätte ihn gegen den Fluss gedrückt, äh, gegen den Potomac. Aber. Lee hat sich ja dann abgesetzt, weil Miet zu zaghaft war. Aber in dem Fall war er quasi schon hinter dem Fluss, deswegen wäre das da nicht möglich gewesen. Aber Grant wäre sicherlich ein General gewesen. Hätte er, die, hätte er die Möglichkeit gehabt, hat er ja ähnlich auch schon, ist es ja schon beim Westfeldzug, eine ähnliche Situation gab es, hat er auch schon. Äh, dann hätte er das wahrscheinlich gemacht sogar. Ja. Dem hätte ich das durchaus zugetraut. Aber wie du sagst, die Heinzeit. Ne? Mhm. So. Genau, beide Armeen hatten dann wirklich einfach keine Kraft mehr und haben quasi nur noch ihre Linien gehalten. Und die Schlacht, die an dem Tag war, war halt davon auch gekennzeichnet, dass die Soldaten in der Regel nichts sehen konnten. Das war absolutes Chaos. Und es, die, es wurden auch Brände ausgelöst in dem Wald. Und äh, das Schlimme war, dass, äh, ich glaube, das war am zweiten Tag der Schlacht dann, dass die Unionssoldaten mit anhören mussten, ihre eigenen Verwundeten, die sie zurücklassen mussten in diesem Waldbrand äh, bei lebendigem Leib verbrannt sind und die haben wirklich in Entstellungen gelegen haben geweint und haben die Schreie von den Verbrennenden, Verwundeten gehört und konnten ihnen nicht helfen, weil sie konnten nicht aufstehen, weil die Konföderierten sofort auf sie geschossen hätten. Also das hat, war für viele auch äh, eine traumatisierende Geschichte natürlich. Äh, die Union hatte wirklich sehr schwere Verluste er erlitten und am ersten Tag der Schlacht, also direkt am ersten Tag nach, dem, nach der Wilderness-Schlacht, ist Grant auch in sein Zelt gegangen und hat hemmungslos angefangen zu weinen. Also er hat sich die ganze Schlacht über zusammengerissen, aber so schlimme Verluste hatte er im Westen halt noch nicht erlebt und hat wirklich in seinem Zelt dann hemmungslos geweint. Und viele von den Stabsoffizieren waren halt total schockiert und hat, die haben ihm total leid getan, weil einer hat auch gesagt, er hat noch nie einen Mann so weinen sehen. So jämmerlich und so hemmungslos weil er wahrscheinlich auch die Verantwortung zu viel war und er wusste halt, wie viele tausende Tote es jetzt da gab, weil er sich dazu entschlossen hatte, da anzugreifen. So, anders als alle seine Vorgänger, also man kann durchaus sagen, diese Schlacht war eigentlich eine Niederlage, weil die Zielstellung war klipp und klar, man wollte bis nach Richmond vordringen und Lee hatte die Unionsarmee gestoppt und hatte sie aufgehalten, das heißt, de facto war es eine Niederlage. Aber anders als alle anderen Generale der Potomac-Armee zuvor hat Grant sich nicht entschieden, dazu sich zurückzuziehen, sondern sein Plan war, Lee einfach, wenn er hier nicht durchkommt, umgeht er Lee einfach und rückt weiter nach äh, Richmond vor. Das ist halt diese große Besonderheit von Grant, dass er halt nicht zurückgesteckt hat. Und die Soldaten waren auch extrem überrascht, weil sie gesagt haben, okay, wir haben hier verloren, den Leuten war klar, wir, wir ziehen uns wieder zurück, und Grant hat gesagt, nee, nee jetzt geht es erst richtig los, wir gehen weiter, wir rücken weiter vor. Und äh, nochmal zu den, Verwundet äh, zu den ähm, Verlusten sei gesagt, dass nach der Schlacht haben die Ärzte 100 Stunden lang die Verwundeten operiert und haben amputiert und äh, täglich mussten sie dann über Wochen 2000 Verwundete hinter die Linien zurückschicken. Also so viele Verluste und Verwundete gab es da und wir wissen, wir hatten das, ja, das Thema schon mal, Marvin, ne? wenn du im mhm. Bürgerkrieg verwundet wurdest, hieß es sehr oft Amputation. Weil man war das übrigens, Das war übrigens ein, 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 ein äh, Merkmal, sag ich jetzt mal, oder etwas, was dich ausgezeichnet hat als, als äh, Feldscher, beziehungsweise als in Anführungsstrichen Chirurg, ähm, wer, wer schneller eine Amputation durchführen konnte. Und bis heute. Ja. Hält den Weltrekord ein französischer Militärarzt mit 17 Sekunden für einen Oberschenkelknochen. Boah. Brutal. 17 Sekunden für einen Oberschenkelknochen und es hat seinen Assistenten drei Finger gekostet. Boah. Also, die Soldaten waren total überrascht und die Stimmung hob sich schlagartig und sie sind sogar singend weitergezogen, weil sie haben Lee umgangen und die nächste Station für Grant hieß Spotsylvania. Man wollte also nach Spotsylvania äh, weiterrücken. Seine hier, Nach Spotsylvania. Und ähm, die Soldaten sind sinkt Richtung Spotsylvania gezogen, die Moral war hoch. Und am 12. Mai, also direkt kurz nach der Wilderness, glaube ich, war das, hat Lee eine Nachricht bekommen, die ihn äh, schwer getroffen hat. Sein, äh, mal, sein guter Freund, Jeb Stuart, der Kavalleriegeneral, der ja in Gettysburg den großen Fehler gemacht hatte, dass er die, die Unionskorps nicht aufgeklärt hatte, aber sonst einer der besten Kavallerieoffiziere der Konföderation war. Der ist bei einem Gefecht ums Leben gekommen. Und das hat Lee so schwer getroffen, dass er zu seinem Vertrauten gesagt hat, ich kann kaum an ihn denken, ohne zu weinen. Und wenn man Lee kennt, Lee ist ein relativ, also zwar ein hitziger Typ, aber jetzt kein besonders äh, emotionaler Typ so. Äh, das ist schon eine, eine große Aussage wie viel Stuart Lee bedeutet haben muss nicht nur als General. So Lee, der musste jetzt verhindern, dass Grants Truppen bis an den James River kommen, weil der James River liegt halt direkt bei Richmond und wenn das war immer das große Ziel, also in, im ersten Jahr hat versucht, hat McLellan versucht, den James River mit Schiffen hochzufahren, um dort an Richmond ranzukommen, ist gescheitert. Äh, andere Truppen haben versucht, auf äh, James Island zu landen und haben versucht, sich dort vorzukämpfen. Das ist auch gescheitert. Und äh, das große Ziel war halt der James River, um Richmond zu bedrohen. Und Grant wollte dahin und Lee wusste das und musste das unbedingt verhindern. Und so kam es dann zur Schlacht von Spotsylvania. Und die Schlacht von Spotsylvania war absolut brutal. Also, die muss so schlimm gewesen sein. Ähm, da kam es zu verstärkt zu diesen zu Situationen, dass äh, es zu schweren Nahkämpfen kam mit Bajonetten, was nicht so üblich war im Bürgerkrieg. Aber die Südstaatensoldaten hatten sich verschanzt und die, äh, die Yankees haben dort angegriffen. Und man muss sich das halt vorstellen. So, ich habe jetzt hier den Text kurz und gucke nochmal rein. Äh, also das Feuer war auf beiden Seiten so heftig, dass hinter den Linien der Südstaatler... Eine 60 cm dicke Eiche von Miniergeschossen zerfetzt umstürzte. Uf. Also so brutal ist das. Also so ich viel. Ich meine, wenn geschossen. ihr euch mal erinnern könnt, die alten Hautdegen werden sich noch erinnern. Bei das haben sie es ja mal getestet, wie viel Schussmunition man braucht, um einen Baum zu fällen. Mit ja. Maschinengewehr wohlgemerkt. Ja. Also, wenn du dir jetzt mal vorstellst, das ist ein Miniergeschoss, das musst du einzeln in dein Gewehr reinführen. Das ist ja. ein Einzellader mit Miniergeschoss. Das ist krass, ne? Was, 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 was da quasi an Blei in der Luft war, weißt du, wie ich meine? Ja, vor allen Dingen, die müssen ja quasi <laughs> immer wieder auf die gleiche, die gleiche Richtung, Richtung geschossen haben, ne? Ja. Also die armen Teufel, die da angegriffen, äh, angegriffen haben. Ähm, so, was war hier noch? Übrigens, wenn du noch suchst, ne, ja. weißt du denn, woher der, woher der Spitzname Yankee kommt? Nee, erzähl mal. Also es gibt ist äh, ja, genau. Es gibt Theorien, dass das von, von niederländischen Einwanderern kommt, beziehungsweise von den ersten Siedlern in, in New York oder Neu-Amsterdam, wie es damals noch hieß. Mhm. Dass es noch eine, eine niederländische Handelsniederlassung war. Und zwar ist ja ein beliebter niederländischer Vorname zu der Zeit Jan gewesen und Jan Kees. Ah, okay. Verstehe. Das hat sich zu <laughs> Verballhornung wurde dann daraus Yankee. Ah, witzig, okay. Das also eine abfällige Bemerkung der britischen Kolonisten gegenüber den, den äh, Niederländern. Ah, witzig, okay. Gut zu wissen. Aber da gibt es bestimmt noch ein paar andere Erklärungsversuche, äh, ne? Natürlich, das ist ja. eine davon. Ja, interessant. Äh, bei der Schlacht von Spotsylvania gab es einen Punkt, der besonders schwer umkämpft war. Der bekam auch den Namen Bloody Angle. Ähm, also der Bloody Angle of Spotsylvania. Ähm, da haben die quasi die das Unionskorps, äh, das sechste Korps, äh, hat versucht, ähm, diesen Punkt anzugreifen und hat, ich glaube, 18 Stunden lang dort angegriffen. Und der hat, so lange hat der Kampf da getobt. Also jetzt versteht man auch wahrscheinlich, warum diese Eiche da so zerschossen wurde. Ähm, und die Konföderierten haben sich in einem 100 Meter langen Grabensystem quasi verschanzt. Und bei strömenden Regen gab es dann so schwere Gefechte, die zu den schrecklichsten des ganzen Krieges zählen. Es kam zum Beispiel vor, dass äh, über einer Brustwehr gleichzeitig die Flaggen beider Armeen wehten, also so hart umkämpft waren die, sodass sie wirklich äh, ja hand-to-hand -hand Combat sagt man, also Nahkampf und äh, so, die haben zum Beispiel durch diese, durch diese Baumsperren haben die versucht bitten, sich mit den Bajonetten gegenseitig zu erstechen, also durch diese Lücken von diesen Schützengräben. Also so, so krass ist dieser Kampf da ausgeartet. Dann, ähm. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. In der Regel war so ein Kampf ja eigentlich schnell zu Ende. Also sobald man irgendwie in den Nahkampf kommt, äh, gibt es einen kurzen Kampf und dann flieht die eine Seite. Aber das Problem ist. Weil war ist halt keine der beiden Seiten geflohen, was halt zu absolut schwersten Verlusten geführt hat. Und das Blut soll wohl, also es wird beschrieben wie Regen in diesem in diesem äh, Graben gewesen sein und hat den Boden halt in, in Matsch verwandelt. Und da wurden dann halt auch irgendwie lebende und tote Kameraden niedergetrampelt. Und äh, ein Offizier der Union hat auch geschrieben: ähm, Ich habe nie erwartet dass man mir alles glaubt, was ich an Entsetzlichem in Spotsylvania erlebt habe. Ich würde es umgekehrt selbst nicht glauben wollen. Also es sind halt auch Sachen, die du dann danach auch keinem mehr erzählen konntest. Und die haben teilweise von oben haben die einfach mit leeren Musketen, haben sie wie Speere mit den Bajonetten einfach Ach, in den Graben das, ist reingeschleudert. Ist wo, wo es diese berühmte Filmszene gibt, wo die alle in dem Krater da sind? Nee, das, das ist die, das ist die, tatsächlich The Battle of the Crater, das ist nochmal später. Das ist bei, ich glaube bei Petersburg, wo sie versucht haben, Ach. Diese Stellung in die Luft zu sprengen. Ja, die aber da gibt es ja auch Meter. diese Szene, wo dieser, ich genau, hab, ist das ist ein ja. Indianer. Der Indianer. Da, ja, da steht. In den <laughs> so. Ja, äh, genau. Aber ist, ist, auch, ist doch einer, ne? So ein, so ein Cherokee oder weiß der Schinder, was das ist. Ja, ja. Äh, aber das haben die hier auch gemacht, wie gesagt. Also, ähm, und das wirklich Krasse ist, ähm, abseits von diesen krassen Verlusten, haben die Ärzte zum ersten Mal was festgestellt bei dieser Schlacht. Und zwar haben. Manche Soldaten haben die Nerven einfach verloren und manche haben angefangen hemmungslos zu zittern nach der Schlacht und es war nicht Ach, mehr kontrollierbar. Ja, also die Schlacht muss so schlimm gewesen sein, dass es wirklich Leute danach, also gab nicht wenige, schreiben Sie hier, die wirklich äh, so eine Art Kriegsschock haben, die das genannt erlitten haben und verrückt geworden sind und nicht mehr wussten, wo sie waren und, und wenn sie halt irgendwas Graues gesehen haben. Haben die sich halt zusammengekauert und in die Ecken und in welche Ecken verzogen und, und, und haben geweint? Also, so, so schlimm muss diese Schlacht gewesen sein. Das, was dann quasi leider im Ersten Weltkrieg dann halt sage ich so mal. ist ja. so, so, so ein bisschen der amerikanische Bürgerkrieg, so ein bisschen das Playbook, so mit dem Krimkrieg mit dem zusammen. Ja, durchaus, ja. Klar, durch die modernen Waffen äh, haben sich auch die Taktiken dann später geändert. Also, das werden wir später auch nochmal sehen. Ähm, genau. Muss ich gerade mal gucken, wie in den Verlusten. Auf jeden Fall gab es da auch wieder Tausende von Verlusten. Und letztlich ist, Lido, äh, ist Grant dort auch nicht weitergekommen. Aber äh, Grant hat sich, wie schon äh, bei Spotsylvania, gedacht: Okay, wir, wir können hier nicht aufgeben, wir müssen weiter. Und so hat er sich entschieden, noch weiter vorzurücken. Und zwar wollte er Richtung Cold Harbor. Weil dort eine große Straße war, von der aus er hoffte, dass er weiter nach Süden vorrücken könnte. Und er hoffte auch, dass er Lee umgehen konnte. Und Lee aber hatte das große Geschick, dass er quasi Grant lesen konnte und wusste, okay, er wird sicherlich da zu diesem Punkt wollen. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Und ist mit seiner Armee schnell nach Süden marschiert und hat ihn genau wieder bei Cold Harbor abgefangen. Heute zu einer bestimmten Stelle, an einer bestimmten Stadt. <laughs> Zufälligerweise trägt sie den Namen Cold Harbor, aber glauben sie nicht, dass ich deswegen dort angegriffen habe. Ja. <laughs> Kleiner Scherz unter uns. So, äh, also die 60.000 äh, Mann, äh, 60 Mann, die Grant jetzt noch übrig hatte von 100.000, äh, die haben die Konföderierten dann angegriffen. Und dieses Mal wieder waren die Konföderierten bestens vorbereitet. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Also die haben sich wirklich, die haben sich verschanzt. Wir denken wieder an, an Lee, an den Spartenkönig. Die haben sich so gut verschanzt, dass äh, als die Unionssoldaten angegriffen haben, haben die in sieben Minuten 7000 Mann verloren. So ein Ui. schweres Feuer gab es da. In sieben Minuten. Und Grant hat später gesagt: Diesen Angriff hat er sein ganzes Leben lang am meisten bereut. Und als er dann überlegt hatte, ob sie nochmal angreifen sollten, haben seine Offiziere gesagt: Nein, wir weigern uns. Wir greifen nicht da an. Auf gar keinen Fall. Das machen wir nicht. Und Grant hat auch eingesehen, dass das keinen Sinn macht. Und man hat nach der Schlacht dann äh, hat man einen, einen toten jungen Mann gefunden, einen jungen Freiwilligen, und der hatte ein Tagebuch bei sich. Und der letzte Eintrag, den er noch selber reingeschrieben hat vor seinem Tod lautet wie folgt letzter Eintrag 3. Juni 1864 Cold Harbor Virginia ich wurde getötet das ist schon echt hart also als ich das oh, zum ersten hab Mal gehört alt. habe Alter habe ich mir eiskalt den Rücken runtergelaufen X-Faktor ich, ich krieg ja. da irgendwie so X-Faktor Vibes ja. von ja, also es ist richtig krass also von der Wilderness bis Cold Harbor hat die Potomac Armee in einem Monat 50.000 Mann verloren, also die Hälfte ihrer ihrer Stärke. Und das hatte natürlich auch Auswirkungen. Also zum einen war man natürlich, hat man sich gesagt, okay, gut, Grant rückt weiter vor und seine Soldaten, die Stimmung bei seinen Soldaten war halt mehr oder weniger auch noch dafür noch recht gut. Aber die Menschen an der Heimatfront haben natürlich gesagt, mein Gott, was ist das für ein Schlechter, weil Damals gab es ja nicht so eine richtige Zensur, sondern die tatsächlich gingen die Meldungen halt relativ ungefiltert rein. Und was halt auch noch zu der Zeit ganz entscheidend war, 1864, das waren die Anfänge, also es war schon nach den Anfängen, das fing bei Antietam ja schon an, oder bei Antietam, dass, dass es Fotografien von den Schlachtfeldern gab. Und 1864 war das so ausgereift, dass man wirklich von den meisten Schlachten sehr, sehr viele Fotos gemacht hatte. Bizarrerweise, ich sag's gleich, es gibt gar nicht mehr so viele Fotos davon, aber es wurden hunderttausende Fotos gemacht, aber es gibt die nicht mehr, weil damals hat man diese Negative waren auf Glas. Und direkt nach dem Krieg wollte eigentlich keiner mehr irgendwas mit diesem Krieg zu tun haben und diese Bilder haben sich nicht verkauft, die Negative. Also findet man tatsächlich überall gebaute Gewächshäuser mit diesen Negativen aus Glas. Und über ja. die Jahre sind die Bilder halt verblichen und die siehst du nicht mehr. Wo sich natürlich jetzt jeder denkt, mein Gott, wie konnte man sowas machen? Aber zu der Zeit, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, da konntest du, würden wir auch sagen, okay, oh, die Stahlhelme, die musst du alle behalten, die sind super wertvoll später. Da wollte kein Mensch mehr was mit zu tun haben. Das sollte ja, alles wenn so ich noch da weg. die Stories von meinem Opa höre, was, die, was da alles rumlag, noch in der 50er Jahre, wo sich kein Schwanz drum gekümmert hat, ja. was die alles aus den Züge rausgeschmissen haben, wollte keiner mehr was mit zu tun haben. Ja. Also so lässt sich das halt erklären. Aber diese Bilder sind in die Heimatfront gekommen, an die Heimatfront. Und viele haben Grant für einen schlechter gehalten. Sie haben wirklich gesagt, der, der verheizt ja unsere Jungs da unten. Das kann er doch nicht machen, der muss doch irgendwie geschickter vorrücken. Aber er hatte trotzdem noch die Rückendeckung von Lee, äh, von, von äh, Lincoln, weil er rückte weiter vor und das war halt das Wichtige. Und so ist Grant auch weiter vorgerückt. Und dieses Mal ist es ihm gelungen, Lee tatsächlich zu täuschen. Ironisch, dass er trotzdem noch Präsident wird. Ne? Ja, ja, also wie gesagt, er hat ja den Krieg quasi dann auch beendet, auch wenn zu katastrophalen Verlusten. Aber das war so eine zweigeteilte Sache. Entweder der Krieg geht noch Jahre weiter, oder Grant hat sich gesagt, wir führen ihn jetzt so konsequent zu Ende, dass es zwar ein... ein ein Schrecken, ein Ende mit Schrecken ist, als ein Schrecken ohne Ende. Ne? Also hat er, auch den, hat er da auch im Sportpalast gefragt, ob sie den totalen Krieg wollen. Oder? Ja, also es hat diese Züge, besonders im Westen nimmt es ja dann diese Züge an, dazu kommen wir ja gleich. Ne? Also Sherman hat es ja durchaus, hat wahrscheinlich so den ersten total, totalen Krieg wirklich geführt, der alle mit einbezieht. Hm. Ja, zum ersten Mal ist es Grant aber gelungen, Lee zu täuschen. Er gab nämlich vor, nach Richmond zu marschieren und äh, das war das ziel also in richmond hier unten diese stadt und er gab vor nach richmond zu marschieren und ähm, lee hat sich auch bereit gemacht richmond zu verteidigen aber er ist dann quasi Ups, ist falsch. er ist dann quasi nochmal umgeschwenkt von richmond weg in einem großen bogen und ist richtung petersburg marschiert und das hat einen ganz bestimmten grund Petersburg liegt ja südlich von Richmond. Und er hat quasi eine riesige Pontonbrücke gebaut über den James River, über diesen Fluss. Und die Überquerung seiner Truppen hat ganze vier Tage gedauert. Also so groß war die Armee noch, dass es vier Tage gedauert hat, bis die alle den Fluss überquert haben. Und sein Ziel war halt, wie gesagt, Petersburg. Denn dort war es ihm möglich, den Nachschub abzuschneiden, der aus South Carolina und Georgia kam. Und das ist quasi, man sieht es auf der Karte hier nicht, aber das ist südlich von Virginia, sind North Carolina, South Carolina und Georgia. Und da kam der meiste Nachschub her für Lees Armee. Also alles mögliche, was sie braucht, Nahrung, Gewehre, Munition und so weiter. Und hätte er es geschafft, Petersburg mit seiner Eisenbahnstrecke einzunehmen, dann hätte Lees Armee, die zwischen Richmond und Petersburg war, keinen Nachschub mehr gehabt und dann wäre der Krieg zu Ende. Lee, als er das gemerkt, also es ist leider eine Tragik der Geschichte, also die vorausrückenden Truppen unter einem Smith ähm, kamen dort in Petersburg an und die fanden es tatsächlich nur schwach verteidigt vor. Er selber hat aber nur zögernd angegriffen, also Petersburg wurde wirklich nur von ein paar hundert Mann bewacht. Hätte er dort angegriffen, hätte er wahrscheinlich Petersburg eingenommen und hätte die Stadt sichern können, bis Grant eingetroffen wäre und der Krieg wäre wahrscheinlich zu Ende gewesen. Aber jetzt kommt halt das, was zuvor passiert war. Ihm selber und seinen Männern steckten halt noch Spotsylvania und Cold Harbor äh, in den Knochen. Und sie hatten große Angst, die Stellung anzugreifen, weil sie haben nur Schützengräben gesehen und haben gedacht, okay, wenn die Konföderierten da sitzen, nicht, dass wir da anrennen und alle niedergeschossen werden innerhalb von Minuten. Nicht schon wieder. No. Und hat deswegen dort nicht angegriffen. Und die Rebellen haben dann unter Lee relativ schnell Verstärkungen rangebracht und haben angefangen, sich vor Petersburg zu verschanzen. Und die Verschanzungen, die gingen dann so weit, also ich kann jetzt schon mal sagen, dass beide Armeen so ausgeblutet waren, dass sie quasi angriffsunfähig waren. Und beide Armeen haben angefangen, sich einzugraben. Und die Bilder, die man von da sieht... Ich blende jetzt hier keine ein, aber wenn ihr mal das guckt, Petersburg, das sind Schützengräben, wie wir sie aus dem Ersten Weltkrieg kennen. Wirklich mit mehreren Linien, komplett ausgebaut. Und äh, das kann man wirklich sagen, das ist sozusagen der Vorläufer des Ersten Weltkriegs, wenn man so will. Stellungskrieg, das, das ja. Stellungskrieg, weil beide Armeen nicht mehr in der Lage waren, die hohe Feuerkraft des Gegners zu überwinden. Und dort haben dann beide Armeen zehn Monate von jetzt an einander gegenüber gelegen. Und das, vor allen Dingen für die Südstaatler, unter ständigem Beschuss der Union, von Fliegen geplagt, sie waren dem Regen ausgesetzt und der Hitze, schlecht versorgt. Und dort haben sie äh, dann ewig ausgeharrt. Es gab noch ein paar, sagen wir mal, Angriffe auf Petersburg, die versucht wurden. Und unter anderem... Von, äh, vom 20. Maine unter Lawrence Chamberlain. Und der Name ist äh, bekannt aus Gettysburg. Wer sich erinnert oder das noch weiß, das war der Mann, der die äußerste linke Flanke der Union kommandiert hat. Und äh, bei Gettysburg war alle, waren seine Waffen, seine Männer hatten keine Munition mehr, es war alles verschossen. Und es kam ein neuer Angriff der Konföderierten und er hat sich entschlossen, entgegen aller militärischer Logik, einen Bayonettangriff durchzuführen und hat die Südstadtler so überrascht, dass er sie quasi komplett zurückgeschlagen hat und den Großteil der Einheiten dort gefangen genommen hat. Und damit hat er dann quasi der Unionsarmee, hatte die Unionsarmee gerettet. Und das war halt der große Verdienst von Norman's Chamberlain. Und äh, dieser Chamberlain. Stand da und hat seine Männer herangewunken und eine Kugel hat sein Becken durchschlagen. Er hat sich immer noch auf seinen Säbel gestützt und hat so lange seine Männer herangewinkt, bis alle an ihm vorbeigekommen sind. Und erst dann ist er zu Boden gesunken. Und Grant hat ihn dann noch auf dem Schlachtfeld äh, befördert. Und äh, am nächsten Tag erschien dann sein Nachruf in den Zeitungen. Und die Ärzte haben ihn aufgegeben. Aber tatsächlich. Hat er den Krieg überlebt? Also, er hat tatsächlich diese schwere Verwundung überlebt, obwohl schon sein Nachruf in der Zeitung war. Und Tod er ist schon, glaubte, Leben nicht genau, er schon zu to für tot erklärt wurde. Und ja, eine sehr interessante Story. Also, der, ich mag den auch nur so, weil durch den Film Gettysburg, da ist der so sympathisch und ich mag den Schauspieler auch, dass mich das richtig nochmal berührt hat, als ich das gelesen habe, dass ich dachte halt. Weil Übrigens ich hab das, weißt du, dass der Film mh, Gettysburg fast nicht entstanden wäre? Ja. Hast du es auch von History Buff? Ja, ja. ja. Dass das, das, die die Reenactment. Ähm, Folgendes. Also eigentlich sollte der Film nicht stattfinden, weil die das zu aufwendig fanden und überhaupt und wer will denn das sehen? Und die ähm, Schauspiele, beziehungsweise die Statisten, die du da siehst, das sind alle Civil War Reenactors. Äh, Civil War Reenactment war damals noch so das, äh, das, das Ding. Heute gar nicht mehr so in den, in den USA tatsächlich. Das ist alles mehr Richtung. Äh, Erster Weltkrieg, zweiter Weltkrieg äh, tendiert. Ach krass, war auch nicht. Und damals war das, ich glaube, das waren die 90er. Da gab es halt noch eine relativ große, auch relativ gut ausgestattete Civil War-Reenactment-Community. Äh, und die haben dann gesagt, wir wollen das aber machen. Haben ihren eigenen Kram mitgebracht, ihre eigenen Mosketen, haben selber ein Feldlager aufgebaut nach allen Regeln der Kunst, mit Feldküche, mit äh, Schmied und hast du nicht gesehen. So richtig, richtig immersive würde man, würde man im Englischen sagen. Also richtig, richtig in, in, die, in die Zeit zurückversetzt. Haben Kanonen mitgebracht und hast du nicht gesehen. Die haben quasi alles, was für diesen Film benötigt wurde, bis auf die Kameras. Haben die selber mitgebracht. Und die haben dann gesagt: So, wir sind jetzt hier, wir machen das jetzt. Krass. Ja, Snicky schreibt auch nochmal: Gettysburg, 4 Stunden, 30 Minuten. Aber das kann man sich wirklich mal angucken. Ähm, jetzt vor 30 Jahren. War ja, ja. Aber man muss wirklich sagen: Der Film ist wirklich gut, weil er schafft, wirklich beide Seiten zu beleuchten. so Was ja auch eine große Kunst schon ist. Ne? Also beide ja, Seiten wobei das sogar also so von diesen. Es, es gibt ja im, im, im Süden noch diesen. Uh, Lost Cause Myth, ich weiß nicht, vielleicht wollen wir da hm. auch nochmal irgendwann eingehen. Ja, können wir auf jeden Fall dann, glaube ich, in der um, 65. folge machen. Wobei der Film ja. das, finde ich, gar nicht so krass bedient. Der, 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 der Nachfolger, nee, das finde ich, auch ne? Hinaus. Darauf wollte ich so. hinaus, dass äh, selbst von Leuten, die den, die den, sag ich jetzt mal, den Lost Cause unterstützen, die äh, der, der Konf den Konföderierten noch so diese, ja, ich weiß nicht, dieses Jahr ehrenvoll gekämpft und so weiter an, angedeihen ist auch alles richtig, nur die Werte, für die man halt gekämpft hat, waren mega Scheiße. Muss man muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Großteil, so. ja. ähm, und selbst bei denen ist es gut angekommen. Das will was heißen. Ja. So. Was hat eigentlich Forrest die ganze Zeit gemacht? Bradford Forrest. War der nicht auch im Bürgerkrieg sogar? Ja. Gerade? Bradford Forrest ist äh, ein Kavalleriegeneral, Nathan Bradford Forrest, der äh, ja, der eigentlich quasi der berühmteste Kavalleriegeneral wird. Aber in dem Talk gehe ich nicht so sehr auf ihn ein, weil der hat schon krasse Sachen gemacht. Aber das sind alles so quasi so Nebensächlichkeiten, Störaktionen und so, der hat jetzt nichts wirklich Kriegsentscheidendes gemacht, war halt aber ein absoluter Draufgänger. Also der ist auch ja, noch sehr berühmt, aber der hat auch krasse Sachen gemacht. Also der hat ja, zum Beispiel auch, äh, die haben äh, irgendwie eine Stadt, einen kleinen Ort belagert und haben dort Gefangene genommen und es waren halt auch schwarze Soldaten dabei und die haben die alle erschossen. Zum Beispiel. So ein Ding, was halt auch in diesen Bürgerkriegszeiten ist, das schon echt krass, wenn du gefangene Soldaten erschießt. Also das gab es nicht so häufig. Und äh, genau, aber die haben quasi die Konföderation hat es ja angedroht, dass äh, als, als dieses äh, 54, 54. Massachusetts Regiment gegründet wurde, dieses erste farbigen Regiment, das Richtige, ähm, da haben sie ein Gesetz erlassen, dass die Offiziere... Die, dieses, die dieses Regiment kommandieren, wenn die gefangen genommen werden, ich glaube, die werden erschossen und die schwarzen Soldaten werden zurück in die Sklaverei überführt. Und das war schon eine echt krasse Ansage. Also, das war eine richtig krasse Ansage für die Zeit. So, ich wollte jetzt noch eine Sache sagen. Ähm, zu, den, äh, zu den Toten haben wir jetzt relativ viel gesagt, aber ich wollte noch mal eine Sache zu den Verwundeten sagen. Also, zu dem, zum Beginn des Krieges gab es wirklich nur eine Handvoll Lazarette. Also, ein paar in Washington halt. Und äh, gegen Ende des Krieges gab es allein im Norden 350 Lazarette und im Süden 150. Und ähm, wenn man immer davon redet, dass der amerikanische Bürgerkrieg eine halbe Million Tote gefordert hat, der Krieg hat auch eine Million Verwundete hervorgebracht. Also was schon echt eine krasse Zahl ist. Eine Million Verwundete. Und wir haben ja schon gerade ein bisschen drüber gesprochen. Wir sprechen ja hier, hier ne, viele Amputierte. Für die das Leben danach halt wirklich sehr, sehr schwer war, ne? Vor allem, du siehst ja auch nicht diesen diesen, äh, diesen diesen Fortschritt, den wir jetzt gesehen haben nach dem Ersten Weltkrieg, wo es wirklich, wo, wo man wirklich ähm, für die Zeit sehr, sehr fortschrittliche. Äh, Prothesen ähm, und so hatte, ne? Ja, Prothesen hatte, wo die sogar, ich habe ein, ein, ein deutsches, glaube ich, einen deutschen Werbefilm gesehen für sowas, da konnte der sogar ein Streichholz in die Schachtel zurücktun. Krass. Und das für die Zeit? Ja. Das ist krass. So, wir haben jetzt den östlichen Kriegsschauplatz Platz gehabt und äh, im ersten Talk habe ich davon mal gesprochen. Es gibt mehrere Kriegsschauplätze im amerikanischen Bürgerkrieg. Es gibt den an der Ostküste, ten, meistens in Virginia. Dann gibt es den im Westen, in, in Tennessee und so weiter, Mississippi und so weiter. Und dann gibt es den, äh, den Trans-Mississippi. In Arkansas und so weiter. Und dann gibt es noch den noch weiter nach Westen. Das ist der quasi in Indianer Territorien. Aber diese beiden haben wir so ein bisschen außen vor gelassen. Einer der, der wichtigste neben dem östlichen ist der direkt im Westen. Der in Tennessee geführt wurde und Mississippi. Und als Grant gerade in die Wilderness losmarschiert ist. Wir erinnern uns erst der Oberbefehlshaber der äh, gesamten Armee, der Unionsarmee, hat er äh, Sherman befohlen, ähm, im Westen vorzurücken und das Ziel, was er einnehmen sollte, war Atlanta. Oh, ich ahne. Mmh, jetzt wird's. Mmh. Mmh, jetzt wird's bitte. Äh, also das Ziel, was er einnehmen wollte, war Atlanta. Atlanta ist die Hauptstadt von Georgia und ähm, Atlanta war die zweitwichtigste Stadt nach Richmond. Dort gab es äh, einen riesigen Eisenbahnknoten, dort gab es große Produktionsstätten. Alle Truppen, die von Westen nach Osten verschoben werden, sind durch Atlanta ge, äh, gefahren mit den Zügen. Das heißt, wenn man es schaffen würde, Atlanta einzunehmen, dann wäre die Konföderation tatsächlich in zwei Teile gespalten und ein riesiger Nachschubproduktionsort äh, wäre damit ausgefallen. Und ähm, ich, ich reiße es jetzt hier nur kurz an. Also Sherman und Grant. Die waren äh, vorher schon im, im, im Westen zusammen und in Kentucky und sind sehr gute Freunde geworden. Äh, Sherman hatte zum Beispiel so eine Art äh, depressiven Zusammenbruch und da hat Grant ihm geholfen. Und Grant ist halt in Kentucky äh, dem, Alko dem Alkohol verfallen und dort hat Sherman ihm geholfen. Das heißt, die beiden haben sich äh, vertraut. Und war ja, Sherman nicht eigentlich auch so ein Leriker? ich habe mal irgendwo gelesen, er war relativ vulgär. Also, Schirmmann war generell ziemlich krass, wobei es auch andere Stimmen gibt, die halt sagen, er hat aber auch sehr, sehr ähm, empathische Situationen gehabt, auch mit dem Gegner und so. Aber äh, er hat, war auch ein sehr temperamentvoller Typ und auch ein sehr hart, ein krasser Hardliner und ein extrem fordernder Kommandeur und auch ein krasser Kommandeur. Also, da, da kommen wir auf jeden Fall auch gleich, weil wenn du das gemacht hast, was er jetzt gemacht hat, dann äh, bist du einfach auch krass drauf. Ähm, ja, genau. Also, Sherman sollte Atlanta einnehmen und er hatte noch zusätzlich das Ziel, die Tennessee und die Mississippi-Armeen zu vernichten, die, äh, die Südstaaten-Armeen, die dort in dem Raum präsent waren. Und ein weiterer wichtiger Faktor, den ich jetzt nochmal ansprechen mö möchte: 1864 war ein Wahljahr, also der verrückten Wahljahr im Krieg. Und ich sage mal so: Lincoln war nicht besonders beliebt und es drohte wirklich, dass er die Wahl verlieren würde, weil was hatte er vorzuweisen? Er hat die äh, Proklamation der Sklavenbefreiung halt verkündet, die auch nicht überall gut ankam, auch im Norden nicht. Da hat man halt gesagt, da hat er sich quasi von den Abolitionisten, das sind die Sklavengegner, hat er sich sozusagen breitschlagen lassen dazu. Er war selber auch Abolitionist und er hatte Tote vorzuweisen, aber keine wirklich riesigen Erfolge. So, bis auf Gettysburg und Vicksburg gab es keine großen Erfolge und es sah nicht so aus, als ob der Krieg jetzt wirklich demnächst aufhören würde. Also war klar, er würde die Wahl verlieren, wenn nicht irgendwas passieren würde, was die Menschen hoffen lassen würde. Und da Grant ja bei Petersburg fest saß, lagen quasi alle Hoffnungen bei Sherman. Und Shermans Gegenspieler war Joseph E. Johnston. Joseph e. Johnston war ein sehr vorsichtiger General. Also, manche haben ihm sogar nachgesagt, er hat versucht, immer die Schlacht zu vermeiden. Aber seine Soldaten haben ihn dafür halt wirklich geliebt, weil er hat sich sehr um seine Soldaten geschert. Er hat sich um die gekümmert. Er hat, wenn er konnte, hat er die Schlacht vermieden, um seine Männer zu schonen. Und das hat ihn bei seinen Männern sehr beliebt gemacht. Nur leider nicht bei Jefferson Davis. Jefferson Davis ist quasi der Lincoln, der Südstaatler, also der Präsident der Konföderation, der konföderierten Staaten von Amerika, und der konnte ihn nicht leiden. Aber Johnston hatte versuchte Sherman irgendwie zu einem Frontalangriff zu, zu provozieren. Das heißt, er hat versucht, sich in eine Stellung zu manövrieren, wo Sherman ihn angreifen musste, wenn er weiter nach Süden vorrücken wollte. Weil bei einem Frontalangriff da haben natürlich die Konföderierten in der Verteidigungsposition mit dieser Waffenstärke, die es zu dieser Zeit gab, also mit diesen Gewehren, einfach einen größeren Vorteil. Doch Sherman bewies, sage ich mal, das große Geschick, Johnson immer wieder auszumanövrieren. Und beim Rückzug haben Johnsons Truppen alles, was sie finden konnten, zerstört. Sie haben Schienen zerstört, sie haben Brücken zerstört. Doch Sherman hatte in seiner Armee so viele Pioniere, also es war wirklich, muss man sich wirklich vorstellen, es war eine, wahrscheinlich eine der modernsten Armeen, die es zu dieser Zeit einfach nur gab und absolute Vorreiter. Denn diese Pioniere von Sherman haben es geschafft, die haben, die haben Schienen wieder repariert oder haben die neu gebaut, die haben Brücken neu gebaut, die haben äh, Tunnel instand gesetzt, sodass er diese zerstörten, äh, die zerstörte Infrastruktur innerhalb kürzester Zeit wieder aufbauen konnte, so dass Herr Johnston quasi trotz mit Tr Johnston einen Schritt halten konnte. Und äh, Konföderationssoldaten haben halt gespottet: Okay, selbst wenn wir diesen Tunnel jetzt hier sprengen würden, ich bin mir sicher, Sherman hat sicherlich einen eigenen Tunnel mit dabei. <laughs> so, ähm, ja, Johnston, der musste sich halt immer weiter zurückziehen und zurückziehen und zurückziehen. Und es gab dann aber eine Stelle, also man muss sich ja vorstellen, Sherman ist jetzt nicht der Typ, sage ich mal, der, 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 der Geduld hatte. So ein bisschen wie Friedrich der Große. Das war also ein bisschen sein Manko. Er war sehr ungeduldig und sehr eisblütig. Und er hatte genug von diesen Flankenmanövern. Und er hat gesehen, okay, die, äh, die, äh, die Konföderierten verschanzten sich am Kennesaw Mountain und hatten eine sehr gute Position. Und er hat den Befehl zum Angriff gegeben und die Unionstruppen haben dort angegriffen und haben wirklich super schwere Verluste erlitten. Also ich glaube, die Konföderierten haben 750 Mann verloren und die Nordstaatler über 3000. Und die Offiziere von Sherman haben gesagt, noch so ein paar Siege und die Armee ist, ist verschw verschwunden. Also ein pyros sieg Ja. Und noch, noch so ein Sieg und wir sind verloren. Ja. Und äh, die, die Konföderierten hat es halt total gestärkt in ihrer Moral, weil die haben gesagt, gefühlt hat wahrscheinlich jeder hier heute zehn, zehn äh, Yankees abgeknallt, weil die halt den Hügel hoch mussten und wirklich einfach ins Feuer gerannt sind. Und Sherman selber hat anders als Grant so diesen Fehler nie wirklich zugegeben, dass es ein Fehler war, aber er hat auch nie wieder so einen Fehler in Zukunft begangen. Das heißt, er ist dann widerwillig zu seinen Flankenmanövern zurückgekehrt. Und hat es dann tatsächlich auf diese Art und Weise geschafft, äh, Johnston bis nach Atlanta zurückzudrängen. Und hat ihn vor Atlanta quasi gestellt. Das Problem war jetzt nur, jetzt steckte auch seine Armee dort fest. Ähnlich wie Grants Armee bei Petersburg, weil äh, er wollte Atlanta einnehmen. John Johnston hat sich davor verschanzt und die Stellung war so gut ausgebaut, dass er sich gesagt hat, okay, wenn ich jetzt hier angreife dann, ähm, ja, dann geht das nicht gut aus. Aber irgendwas musste passieren, weil auch aus Lincolns Sicht, Lincoln hat auch Druck gemacht, weil ihm war klar, so also entweder wenn wir das dieses Jahr nicht schaffen, dann ähm, wird es dazu kommen, dass ich die Wahl verliere, und dann werden die Kriegsgegner, sozusagen das waren seine, seine, auch seine politischen Gegner, die würden an die Macht kommen und die würden den Krieg beenden. Das heißt, man würde eine Art Pad erklären und die Konföderation würde einfach so bestehen bleiben, inklusive der Sklaverei. Und alle Verluste und alles, was man erlitten hat, wäre umsonst gewesen. So, und die Südstaatler haben natürlich wieder Hoffnung geschöpft, weil sie wussten, das war bei den Generalen auch klar, wenn wir das hier durchhalten, dann wird Lincoln die Wahl verlieren und dann könnte es sein, dass, dass die Kriegsgegner an die Macht kommen und dann haben wir tatsächlich, dann haben sich unsere Leiden alle bezahlt gemacht und ja, das wusste auch Sherman. Und so hat Sherman angefangen, ähm, sich quasi durch die Schützengräben, die vor Atlanta waren, angefangen, sich langsam aber stetig durchzukämpfen. Das hat aber natürlich zu großen Verlusten geführt. Und äh, Jefferson Davis, der halt Johnston wie gesagt nicht leiden konnte, der war auch so frustriert von seinen Rückzügen, dass er halt den General entlasten hat und der hat quasi Hood das Kommando übernehmen übergeben John Bell Hood und John Bell Hood war also der hat irgendwie bei, ich glaube bei Chickamauga oder noch bei einer anderen Schlacht der hat seinen Arm verloren und sein Bein verloren und der musste auf seinem Pferd festgeschnallt werden dass er da drin sitzen konnte aber der war trotzdem noch ein heißblütiger General der äh, kämpfen wollte und er hatte ein bisschen eine andere Philosophie als äh, eigentlich die entgegengesetzte Philosophie und sein, äh, für ihn war halt Angreifen das Wichtigste. So. Man musste den Gegner unter Druck setzen. Äh, das hat er auch gemacht und ist halt damit böse auf die Schnauze gefallen und hat halt zwei, drei schwere Verluste erlitten, sodass Sherman jetzt die Chance gesehen hat: okay, die, die Konföderierten sind geschwächt. Äh, jetzt könnte ich das schaffen. Und ist mit seinen Truppen, mit einem Teil seiner Truppen, südlich um Atlanta rummarschiert und hat quasi, es gibt drei Eisenbahngleise, die zu Atlanta führen. Also eins führt nach Norden, eins geht nach Westen weg und eins geht nach Südosten weg. Und er hat quasi, die, das eine hat Sherman schon selber verwendet, das aus dem Norden kommt. Das hat er benutzt, um seinen Nachschub sich ranzuholen. Und das, die anderen beiden hat er quasi, indem er die Stadt umgangen hat, hat er die blockiert. Das heißt, Atlanta selber war von jedem Nachschub abgeschnitten. Und jetzt hat Sherman was gemacht, was auch bis dahin eigentlich ein Novum war. Das gab es, glaube ich, in Fredericksburg zuvor schon einmal, aber nur in abgeschwächter Form. Also er hat diese belagerte Stadt daraufhin wochenlang Tag und Nacht mit Kanonen beschossen. Auch wenn da Zivilisten drin waren. Und es hat die Menschen so demoralisiert, dass Atlanta schließlich nach diesen Wochen des Beschuss, äh, Beschusses aufgegeben hat und damit gefallen war. Und das war natürlich der entscheidende Sieg, den Lincoln brauchte, um ihn halt wieder politischen Wind unter den Flügeln zu geben. Und natürlich auch den Norden beflügelt hat. Und es war natürlich eine extrem große Niederlage für den Süden, denn damit war klar, ja, Atlanta ist weggefallen. Eine, eine riesengroße äh, Nachschubquelle für uns ist ausgefallen. Und die Konföderation war so, so gut wie in zwei Teile damit geteilt. Ja. So, dann würde ich sagen. Der sogenannte March to the Sea, der jetzt beginnt, ne? Genau, der, der kommt jetzt gleich. Aber bevor wir da hinkommen, und äh, Hamilk hat es schon geschrieben: Make jo Georgia howl. Also lass Georgia winseln. Äh, und du hast ja vorhin das auch schon in diesem englischen Zitat gemacht, ne? Also Sherman war halt der Ansicht: Gut, die Konföderierten haben diesen Krieg angefangen. Ja, dann werden wir ihnen mal zeigen, was Krieg ist. Wir werden so gründlich Krieg führen. Dass ihnen jegliches Interesse an Krieg in der Zukunft vergehen wird. Ähm, das ist schon eine echt harte Aussage. Äh, ich würde nur kurz einmal ich gerne. Noch mal, noch mal, ja. Ich kann das ja gerne auch nochmal vortragen. Und zwar hat, ja. äh, hat er wortwörtlich gesagt: Those people made war on us, defined and dared us to come south to their territory, where they boasted they will kill us and do all manner of horrible things. We accepted their challenge. And now for them to whine and complain of the natural and necessary results is beneath contempt, William T. Sherman. Ja. er hat ja nicht mal Unrecht, ne? Halt ja, um es äh, klassisch amerikanisch auszudrücken, fuck around and find out. Ja. Ja. So, ich würde jetzt gerne noch einmal kurz in den Osten springen. Äh, zurück nach Petersburg, bev bevor wir dann äh, wieder zu Sherman kommen. Dann im Sommer ist quasi dieses Feldlager, was bei City Point, also City Point ist der Hafen, der bei Petersburg ist, der ist zum einem der belebtesten Seehafen Amerikas geworden, wenn nicht sogar der Welt. Äh, dort hat sich nämlich jetzt mittlerweile wieder angestaut, an, angewachsen auf 100.000 Mann, ein ganzes Heer befunden in einem riesigen Feldlager. Und äh, um diesen, und dieses Feldlager... Das war riesengroß. Da gab es Kasernen, da gab es Bäckereien, da gab es Unterhaltungshäuser, da gab es ein 80 Hektar großes Feldlazarett. Da war, die Männer waren mit allem versorgt, was sie wollten. Und die Wirtschaft des Nordens produzierte quasi unendliche Vorräte an Waffen und Versorgungsgütern für die Soldaten. Man hat eine 120 Meter lange Brücke gebaut und 100 Kilometer Schienen verlegt, nur um diesen, dieses Feldlager mit stetigem Nachschub zu versorgen. Und jetzt kommen so ein bisschen diese, da musste ich halt so ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe. Man ist es ja so bei Staatsaufträgen, wenn halt viel Geld da ist, gibt es auch Leute, die sich dieses Geld abgreifen und, und, und raffinierte Geschäftsleute haben sich damit eine goldene Nase verdient, indem sie halt auch Staatsaufträge ergatterten. Ähm, die haben zum Beispiel ein, ein, ein Goldgräber aus Kalifornien ist zurückgekommen und ist Millionär damit geworden, dass er halt Konservenfleisch verkauft hat an die Armee. Und... ja du musst mal du musst mal gucken während eines Gold äh, während eines Goldrausches mhm. gräbst ja auch nicht nach Gold du verkaufst äh, du verkaufst Schaufeln ja <laughs> genau sehr gut ähm, und es gab natürlich auch Betrüger also Betrüger haben auch schlechte Rüst Rüstungsgüter an die Armee verkauft zum Beispiel Gewehre die schnell verrostet sind Kanonen die explodiert sind ähm, zum Beispiel, es gibt ein Beispiel ein Fabrikant hat zum Beispiel so schlechte Stiefel produziert wenn du damit eine Meile marschiert bist, hat sich die Sohle abgelöst und er hat gesagt, wieso aber die, die Stiefel sind doch eigentlich für Kavalleristen, die müssen doch gar nicht marschieren. Und äh, so eine Betrugsmaschine gab es halt da. Und man konnte der Regierung alles und zu jedem Preis verkaufen. Und das ist natürlich so ein bisschen diese Kehrseite. Und da haben sich dann auch viele Leute die Frage gestellt, nachdem sie das dort in City Point gesehen haben. Man wusste ja, dass der Norden nicht mit voller Kraft, Kraft kämpft. Also es, es gab ja kein Wehrpflichtgesetz, es gab zig Leute, die nicht im Militärdienst waren. Natürlich wurde viel für den, äh, für den Krieg produziert, aber man kann, äh, da gab es halt auch Beobachter aus dem Ausland, die gesagt haben, okay, man kann spätestens jetzt sagen, der Süden hat nie eine Chance gehabt, den Krieg zu gewinnen. Weil, wenn es hart auf hart gekommen wäre, hätte der Norden einfach noch mehr produziert und noch mehr Männer ausgehoben so ähnlich da muss sich dann auch an Rom denken ne äh, gut dann dann setzen wir halt noch dann bauen wir halt noch mal tausend Schiffe gut dann ist es halt so wenn unsere anderen tausend Schiffe versenkt wurden von, von äh, was dieses Mindset was sie gehabt haben während, der während dem zweiten punischen Krieg wo sie gesagt haben Geld, ja. wir machen das jetzt einfach ja. und so das Giant ja und der Norden hatte halt so eine hohe industrielle Kapazität dass damit konnte der Süden einfach niemals Schritt halten so, dann würde ich jetzt ganz gerne nochmal einen kleinen Abschweif machen, bevor wir zurück zu Sherman kommen. Es gibt nämlich einen Mann namens Philip Sheridan. Ich weiß nicht, wem der was sagt. Das ist ein Unionsgeneral. Und falls sich jemand aus einem vorigen Podcast daran erinnert, es gibt das sogenannte Shenandoah-Tal. Das ist in Virginia ein I'm Tal. <laughs> Und dieses Shenandoah Valley wird als die Kornkammer Virginias bezeichnet. Die ist so fruchtbar und von dort aus hat sich Lee's Armee immer wieder gut versorgen können. Und dort hat auch Jackson seinen Shenandoah-Feldzug gehabt, der so glänzend war, der heute noch an Militärakademien gelehrt wird. Und Sheridan hat den Auftrag bekommen, dieses Land so zu verwüsten, dass dort weder für Mensch noch Tier etwas zum Überleben bleibt. Und das hat Sheridan auch getan. Er hat 2000 Scheunen gefüllt mit Weizen zerstört. Er hat 70 Mühlen abgerissen und hat damit diese Versorgungsbasis für die Virginia, Nord-Virginia-Armee quasi, ja, zerstört. Man will gar nicht wissen, wie viele Leute er dann um seine Existenz da auch gebracht hat. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Ja. Und zu dieser Zeit dann auch hat sich dann auch, ähm, das habe ich auch in einem vorigen Podcast erwähnt. Man muss sich auch vorstellen, die Konföderation lag die ganze Zeit unter einer Seeblockade des Nordens. Das heißt, keine ausländischen Waren sind mehr in die Konföderation gekommen. Und diese Blockade hat allmählich angefangen Wirkung zu zeigen. Man hat in der Konföderation quasi nichts mehr bekommen. Also Mehlpreise sind explodiert. Für einen Sack Mehl musste man 250 Dollar ausgeben. Aber Mehl gab es trotzdem auch nicht. Es gab Übrig nicht mal mehr Nähnadeln hat man bekommen. Übrigens gibt es eine interessante Geschichte. Und ja. zwar hat die Union, das war eine weitere Maßnahme, die die Union gemacht hat, ähm, die haben das konföderierte Geld gefälscht. Ah, okay, wusste ich nicht. Weißt du, wie diese Blüten aufgefallen sind? Nee. Die Qualität war zu so gut, als dass sie von den konföderierten <laughs> sein können. <laughs> Doch, das habe ich schon gehört, ja, sehr gut. Das, das war wirklich so, die Blüten, die sie gemacht haben, waren von so guter Qualität, waren von besserer Qualität als das echte Geld, was die Konföderierten hatten. Und so, so ist das aufgefallen. Krass. Okay. Witzig. Das ist viel besseres Papier, viel klarere Tinte und so weiter. Krass. Jefferson Davis, der Präsident der Konföderation, der hat, sagen wir mal, noch einen Hauch Hoffnung gehabt und er hat versucht, die Menschen im Süden zu motivieren und hat die Situation, in der diese Konföderation jetzt steckte, mit dem Unabhängigkeitskrieg Amerikas verglichen. Aber man kann eigentlich sagen, dass da schon kaum einer mehr dran geglaubt hat, weil wenn du versuchst, irgendwo Essen herzubekommen, dann interessiert es nicht, dich das nicht, was da irgendein Präsident dir erzählen will von einem Kampf, der jetzt wichtig ist und äh, für irgendwelche Werte, sondern du hast einfach Hunger und willst deine Familie durchbringen. Ja, so kommen wir abschließend zu Shermans Marsch zum Meer oder wie Hamilkar das gesagt hat. Uh, make Georgia howl. Also lasst, uns, lasst Georgia winseln. Was hat es damit auf sich? Also Sherman sitzt in Atlanta und er hat sich überlegt, okay, wir sind jetzt so weit vorgerückt, aber das geht noch weiter. Wir müssten eigentlich nach Savannah marschieren und den Süden komplett in zwei Teile teilen. Und damit der Konföderation das Rückgrat brechen. Und seine Idee war, mit seiner Armee nach Süden zu marschieren und alles auf dem Weg, was sich dort befindet, zu beschlagnahmen oder zu zerstören und seine, seine Truppen sollten auch aus dem Land herausleben. Also das, man könnte sagen, wie also eigentlich, ne? 30-jährigen Krieg? Ich würde gerade sagen, genau. Also man könnte sagen, quasi die Methoden des 30-jährigen Krieges verwenden. Übrigens, hier habe ich noch mal eine Sammlung von Zitaten von uh, Sherman zu dem mm -hmm. Thema. Every attempt to make war easy and safe will result in humiliation and disaster. I didn't intend to make Georgia howl. I would make this war as severe as possible and show no symptoms of tiring. The South begs for mercy. If the people raise a great howl against my barbarity and cruelty, I will answer that war is war and not popularity seeking. Oh. Ich hoffe, ihr seid alle das Englische mächtig. Oh, das ist ein krasser Zitat. So. Und das Problem war aber, dass äh, im Norden einige Generale gesagt haben, okay, das wäre gefährlich, weil wenn die Armee sich jetzt ablöst, dann ist sie ja quasi, verliert sie den Kontakt zur restlichen Unionsarmee. Und das würde bedeuten, man könnte sie auch einkesseln und vernichten. Und Grant vertraute Sherman aber und hat gesagt, okay, nee, Du schaffst es und Lincoln hat auch gesagt, okay Grant, wenn du Sherman vertraust, vertraue ich ihm auch. Das Unternehmen ist genehmigt. So, es fing direkt in Atlanta an. Atlanta wurde erstmal in Brand gesteckt. Und als sie durch das brennende Atlanta marschiert sind und die Stadt verlassen haben, spielte eine Ka Kapelle zufälligerweise John äh, Brown's Body. Also ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, das ist dieses Glory, Glory, Hallelujah. Und... Äh, Sherman selber hat gesagt, er hat noch nie so eine schöne Version von John Browns Body gehört. Und ist mit einer Gänsehaut danach geritten, als die Soldaten das gesungen haben und aus dem brennenden Atlanta Richtung Savannah marschiert sind. His truth is marching on. Ja. Ähm, noch ein Zitat von Sherman ist, äh, den Menschen darf, man, äh, darf nichts bleiben außer ihren Augen, um damit zu weinen. Aber es ist nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich von Sherman kommt. Das wird auch ganz oft Napoleon nachgesagt. Aber sagen wir mal so: Das war so ziemlich das Ergebnis des Ganzen. Genau. Und äh, Shermans Absicht war halt wirklich, wie Marvin das im Zitat schon angedeutet hat: Man wollte ein Ende der Rücksichtsnahme. Man wollte wirklich den Krieg verkürzen. Und ich traue mich gar nicht, das Zitat oder diesen Spruch zu bringen. Total der Krieg, kürzester Sieg. Ja, kürzester Krieg, ja. Ähm. Dabei ist es total, also, total verrückt. Also Shermans persönliche Eskorte ne, bestand aus der ersten Alabama-Kavallerie. Und die war rein aus Südstaatlern zusammengesetzt. Und äh, das waren Südstaatler, die quasi eher der Union treu waren. Das hat mich ein bisschen immer an die Szene von der Patriot, wo sie die Kirche abbrennen und, und der Tavington sagt zu dem anderen, aber das sind doch Verräter, oder? Und sie haben auch gesagt, die verdienen den Tod eines Verräters. Auch wenn die Szene an sich natürlich schwach ist, aber es hat mich so ein bisschen daran erinnert. Vor allem dieses äh, that, that Will Be Forgotten. Nein, so, so einen Scheiß vergisst man nicht. <laughs> ähm, genau, also sie sind quasi vorgerückt, sie haben wirklich alles zerstört, deren sie habhaft werden konnten. Und hinter dieser, hinter der Armee zog nochmal eine Bande von Räubern und Plünderern. Und äh, die, quasi die Armee hat auch einen riesigen Flüchtlingsstrom vor sich hergetrieben, weil die Menschen natürlich mitbekommen haben, okay, alles wird abgebrannt, Dorf, Dörfer, kleinere Städte, alles wurde geraubt, den Leuten wurde alles weggenommen. Es blieb quasi nichts mehr zum Überleben. Und, ähm, muss ich gerade hier mal gucken. Genau, äh, und natürlich gab es, sage ich mal, auch Bedenken, auch im Norden. Gegen diese Art der Kriegsführung. Und Sherman hat es in einem Brief an den Generalstabschef äh, Halleck kommentiert. Und zwar, er hat gesagt: Wir kämpfen nicht nur gegen Armeen, sondern gegen eine feindselige Bevölkerung und müssen deshalb dafür sorgen, dass Alt und Jung, Reich und Arm die harte Hand des Krieges genauso fühlen wie die organisierten Truppen. Also für Sherman war klar, man kämpft ja auch gegen die Zivilisten. Ne? Die, die müssen genauso leiden wie alle anderen. Und deswegen. Haben wir jetzt gerade vorher vom totalen Krieg gesprochen. Ähm, derweil ist der gute Bell Hood. Der hat sich gedacht, okay, Sherman marschiert ab. Ich nutze die Chance, ich marschiere nach Norden und werde dort die äh, gut gerüstete, also die Tennessee Armee zerschlagen, sodass Sherman wieder zurückkommen muss. Aber Sherman hat quasi darauf vertraut, dass die gut ausgerüstete Tennessee Armee die auch der, den Südstaaten überlegen war an Kräften, äh, dass die das schaffen würde. Und er quasi ist einfach weiter nach Süden marschiert. Und das hat ihm natürlich auch in die Karten gespielt, dass Hood so ein Draufgänger ist und nicht Sherman verfolgt hat, sondern gesagt hat, komm, ich, ich werde jetzt hier zum Held der Konföderation, indem ich jetzt hier Schläger austeile. Und er hat dann auch mit seinen Männern die Schlacht bei Franklin und eine bei Nashville geschlagen. Und diese Schlachten haben dann seine Armee vernichtet, kann man so sagen. Also es waren zwei schwere Niederlagen und damit war auch die letzte Hoffnung vorbei, irgendwie noch Sherman aufzuhalten. Also Sherman hm? drüber. Marching through Georgia. Ja, ja. ja. Finde ich die letzte Strophe finde ich ja sehr, sehr passend dazu. So we made a thorough faith for freedom and her train sixty miles of latitude three hundred to the main treason fled before us for resistance was in vain while we were marching through Georgia. Ja, das kommt ganz gut hin. So, hier sehen wir es nochmal auf der Karte. Also Hoods Armee geht nach Norden und Sherman marschiert einfach straight nach Süden weiter. 500 Kilometer in, ich glaube, zwei Monaten oder noch weniger, zwei Monaten etwa. Oh, oder einem Monat. Weiß ich jetzt gerade nicht genau, sorry. Zwei Meilen, ne? Ja, und ein Monat. 15. November bis 21. Dezember, also knapp ein bisschen mehr als ein Monat und diese armee sind dann auch irgendwann 25000 sklaven gefolgt, weil die wurden auf dem weg befreit und die, jeder sklave hat natürlich sofort gesagt, okay, da sind unionstruppen, ich gehe zu dieser armee, ich will frei sein. und die sind dann also diese horde von den 25000 sklaven und, und von diesen plünderern und alles was da noch im schlepptau war, hat das land dann auch noch mal mit maltretiert. und also viel, wirklich so eine armee, wie man sich im 30 krieg vorstellt. So. Um, genau, und äh, jetzt nochmal ein, ein Kapitel, das der Marvin jetzt nochmal erzählen kann. Und zwar: Es gab auch einen Grund, warum die, die Nordstaatler dann unter Sherman, warum die auch irgendwann einen Hass entwickelt haben gegen die Südstaatler und auch gar keine Rücksicht mehr genommen haben. Denn äh, es gab einen Vorfall, dass äh, sie in eine Gegend gekommen sind. Und dort war etwas sowas wie ein Gefängnis und dort sind ihnen halt zerlumpte Nordstaaten-Soldaten entgegengekommen, die halt wie Gespenster aussahen. Und diese haben sich dann als Kriegsgefangene herausgestellt. Und dazu kann ja Marvin nochmal was erzählen. Ja, und zwar reden wir von dem, von dem Andersonville POW Camp, also das Andersonville Kriegsgefangenenlager und in den 14 Monaten in denen es im Betrieb war starben dort 13000 Unionssoldaten also zu hochzeiten etwa 130 Soldaten täglich und dazu muss man sagen die konföderierten hatten kaum genug Vorräte für die eigenen Truppen äh, entsprechend schlecht ging es den gefangenen und die gefangenen waren oft nackt oder nur mit Lumpen bekleidet das wenige das sie besaßen wurde gerade im winter von den eigenen kameraden gestohlen der unionssoldat private prescott terry sagt folgendes über seine zeit dort die Kleidung der Gefangenen war dürftig. Nur knapp 2000 hatten Hosen und Mäntel. Die Gefangenen war, diese Gefangenen waren aber gerade erst angekommen. Schuhe hatte fast niemand. Es gab auch keinen Schutz vor der Witterung. Als einziger Schutz dienten uns die wenigen Mäntel und Lumpen, die wir hatten. Oft hatten wir nicht mal die Kraft dafür gehabt. Trotz häufiger Versuche gelang kaum einem Gefangenen Geflucht. Wer, durch die, wer nicht durch die Kugeln des Wachpersonals starb, so wurde er von der Natur getötet. Also ihr müsst euch vorstellen, das liegt im, im Wald. In der Nähe ist so ein kleiner Bach. Und sonst ist da nichts, das ist einfach Wildnis. Also das hielt die, die Gefangenen natürlich nicht davon ab, es zu versuchen. Also es wurde ein Tunnel gegraben und äh, das wurde in der Nacht erledigt. Also sie haben wirklich ihre Löffel oder mit bloßen Händen haben das genommen und haben sich versucht, unter den, unter den Festungsmauern durchzugraben. Müsst ihr euch vorstellen, kennt ihr vielleicht noch aus den Western diese hölzernen Forst, die es da gibt. Und so war das auch aufgebaut. Und äh, haben diesen Dreck quasi in ihre ihre Taschen oder sonst wo versteckt und haben das dann ähm, sich im Laufe des Tages, so während des Gehens ähm, oder irgendwo anlehnen, haben sie dann den Dreck aus ihren Taschen geholt. Und da wurde dann ein kranker Gefangener wurde dann auf diese, auf diese, auf diesen Tunneleingang gelegt, damit das die konföderierten Wachen nicht mitbekommen. Krass. Also 30 Meter hinter, die, hinter dieser Mauer begann quasi der Wald und dort wollten halt viele hin. Und selbst wenn es, es, es gab einige Fluchtversuche, aber selbst wenn es denen gelang, hinter die Mauer zu kommen, waren die meisten dann einfach schlicht zu schwach, um irgendwie noch groß den, den, den Run zu machen. Also sind einfach vor Entkräftung dann gestorben. Und die oder durften man hat ja auch halt keine Behausungen bauen, ne? Die hatten ja, wenn ein dann, wenn dann Glück hatten, ein Zelt oder Erdlöcher oder sowas, ne? Ja, hat er ja gesagt. Also entweder Mantel so einen so Mantel über sich halten, Krass. Oder halt lumpen, aber wenn du die Kraft einfach nicht hast, ne? Mhm. Ähm, ja, wer erwischt wurde, wurde entweder gleich erschossen oder bekam kein Essen. Oder wurde teilweise auch ankettet. Und Krass. manche stellten sich halt schlicht tot. Die wurden dann quasi auf so einen Haufen geworfen, da fuhr dann so ein Pferdewagen einmal durchs Durchs Lager sammelte die Toten auf und hat die dann vor, vor, der, vor dem Tor quasi entsorgt, also ein bisschen weiter ab vom Camp, damit man das nicht so riecht, ähm, und hat sich da dann der Leichen entledigt. Und da haben sich dann einige totgestellt und wurden dann so auf diesen Leichenhaufen geworfen und haben dann so versucht äh, zu entkommen. Und vor der eigentlichen Mauer ist, ist so ein breiter, so ein fünf Meter breiter Streifen gewesen. Und das war dann die sogenannte Killing Zone, die Todeszone. Und wenn du da reingegangen bist, wurdest du sofort erschossen. Und das Problem war ja, durch die, durch die damaligen Gewehre kam das dazu, dass wenn die Wachen dann geschossen haben, dass sie oft unbeteiligte ähm, äh, Gefangene nebenbei noch mitgetroffen haben. Mhm. Und auch bei Fluchtversuch so, wurde sofort geschossen. Und die ausgegebenen Rationen, das war eigentlich nicht menschenwürdig. Das waren auch vergammelte Reste aus der, aus der Küche der Wachen. Und Hauptnahrung, wir hatten es am Anfang, war Maisbrot. Und vier Esslöffel Reis pro Woche. Krass. Ja, davon kannst du nicht leben. Private äh, Tracy, äh, Scott Tracy beschreibt die Fütterungszeit. Es war üblich, die ganze Ration auf einmal zu essen, statt sich etwas aufzusparen. Die Verteilung war ungerecht und viele gingen leer aus. Tracy beschreibt auch den Mangel an Verpflegung schon auf dem fünftägigen Marsch zur Festung. Alles in allem bekamen sie 13 Cracker für den gesamten Marsch. Krass. Also da gibt es so einen, ich weiß es gerade nicht, irgendwie Creek, keine Ahnung, Andersonville Creek, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall läuft da so ein kleiner Bach am, am Dingslang, so ein so Gebirgsbach. Und der läuft aber nicht durch die Festung, sondern die haben quasi so einen so so kleinen so eine kleine Furche gemacht, dass da Wasser durch die Festung läuft. Und dieser war aber ständig verschmutzt, weil das war gleichzeitig die Latrine. Hm. Das heißt, da waren immer Fäkalien drin und Leichen und hast du nicht gesehen. Und Tracy schreibt unter anderem, dass auch die Wachen das Wasser absichtlich verunstalt äh, ver verunreinigten, indem sie halt alles Mögliche da reingeworfen haben, Aas und sonstige unappetitliche Dinge und äh, John L. Ransom, 9th Michigan Cavalry, äh, beschreibt den puren Sadismus der Wachen. Wer stahl, und es gab eine Menge Diebstahl unter den Gefangenen, kam entweder an den Pranger oder ihm wurde eine Metallkette um den Fuß gekettet. Eine Metallkugel um den Fuß gekettet. Erschien ein kranker Häftling nicht zum Appell, so wurden die Rationen für den Tag gestrichen. Viele hielten das nicht aus und gingen freiwillig in die Todeszone. Und er das sagt, dass, dass er einen Mann gesehen hat, der es nicht mehr ausgehalten hat und der dann in diese äh, Todeszone gegangen ist, wo ihm dann ein konföderierter Soldat äh, in den Kopf geschossen hat. He shot him through his brain. Und ähm, seine Worte waren: Naja, der, der arme Teufel ist jetzt wenigstens erlöst. Das ist wenigstens besser, als hier vor sich dahin zu vegetieren. Ja. Sobald ich das auch gelesen habe, das wird auch als Andersonville Concentration Camp bezeichnet, also als Konzentrationslager. Diesen Begriff finde ich nach dem, was ich so gesehen, gelesen und gehört habe, äh, durchaus treffend. Äh, der Lagerkommandant war deutscher Herkunft, ironischerweise. Ja, das hast du im letzten Talk schon kurz angerissen. Das ist so krass. Das ist so krass. Ja. Also ja. Man muss ein bisschen natürlich verstehen, also, wenn du natürlich Gefangene aus diesem Lager kommen siehst und ja, du gehörst zu Shermans Armee, dann denkst du dir auch, okay, diese Teufel, ganz ehrlich, wir werden ja, jetzt hier alles Dachau, abfackeln. Wo sie Dachau befreit haben, im Zweiten Weltkrieg. Ja, muss wahrscheinlich auf die Zeit gerechnet so ein ähnlicher Schock gewesen sein, weil, wie gesagt, äh, ich habe nur Berichte gelesen von Shermans äh, Armee, von Soldaten, die gesagt haben, das waren keine Menschen mehr, die da rauskamen, das waren halt, dieser aus wie Gespenster oder. Geister und die waren halt total neben sich und wirkten gar nicht mehr menschlich und er meint es hat natürlich nicht dazu beigetragen, die Stimmung gegenüber den Südstaatlern zu verbessern. Ne? Er meint haben wie gesagt, das nächste, was die gemacht haben ist, die sind direkt ins nächste Dorf gegangen und haben das angezündet mit den Leuten drin, ohne Vorwarnung, weil sie so aufgeladen waren. Ja, ja. doch, so ein Mitachau, denn. Ja. Ja, also für die Zeit ist es halt super krass, ne? Also für und äh, Snicky schreibt ja auch gerade in den äh, Kommentaren: War das das Gefängnis, was in Fackeln im Sturm auch zum Thema wurde? Nee, das war das sogenannte Libby-Gefängnis. Da gab es äh, etwa 1000 Insassen und es war auch sehr schlimm. Also, da sind die Leute wirklich, äh, ja, sag mal, Platzmangel gab es da, schlechtes Essen, die wurden von den Leuten schlecht behandelt und ähm, da sind viele auch gestorben, ja. Da gab es zwar einmal einen großen Gefängnisausbruch. Ähm, da sind die quasi durch den Tunnel geflohen. Aber ansonsten sind da auch sehr, sehr viele ums Leben gekommen. Ja. Also sehr krass. Übrigens, gute Serie. Also ist natürlich ein bisschen älter, ne? aber wenn man sich so ein bisschen das Making-of anguckt, also Fackeln im Sturm heißt die. Mit Patrick Swayze. <laughs> der spielt da in Südstaaten. Ja, äh, Mann, der später General wird. Und da geht es quasi um die Lebensgeschichte von Ori Maine und George Heather. Und das ist von dem, adaptiert aus von den Büchern von John Jake, äh, North and South. Und beschreibt quasi die Lebensgeschichte von Ori und äh, von George. Und das spielt sozusagen durch die ganze Geschichte. Also, es fängt schon beim Mexikokrieg an. Und geht halt, zeigt halt deren verschiedene Leben und die Familien, die versuchen sich miteinander zu befreunden, bis dieses Thema Sklaverei sie spaltet und. Auch der Krieg sie letztlich spaltet, aber Ori und äh, George versuchen halt ihre Freundschaft zu erhalten und Ori rettet dann auch George aus diesem Libby-Gefängnis, der wird nämlich gefangen genommen und er rettet ihn da raus und, und schickt ihn halt wieder zurück in den Norden. Genau, und daher, daher kommt, kennt man dieses Libby-Gefängnis dann. Da wird das halt auch thematisiert. Und da werden sehr viele Aspekte thematisiert. Das ist natürlich ein bisschen älter. Manche Szenen sind ein bisschen kritik, Die Gefechte sind jetzt auch nicht so gut wie bei Gettysburg. Aber äh, das ist schon eine Serie, die. Oder eine Filmreihe, die schon sehr, sehr viel Aufwand betrieben hat. Gerade wenn man sich die Making-ofs anguckt. Die haben da zum Beispiel. Dann beende ich das Thema auch. Da gab es eine ältere Stadt sozusagen, die halt so diesen Südstaaten-Flair hatte. Und der Regisseur, also auch Produzent der Serie, dieser Reihe, wurde halt, gesagt, wurde halt gefragt: Okay, ja. Aber eigentlich, hier sind ja Straßen, das darf ja eigentlich nicht sein. Und dann kam halt der historische Berater, nee, nee, das war alles Sand hier. Und dann, na gut, dann müssen wir Sand holen. Dann haben sie quasi diese ganze Straße da mit Sand zugekippt. Und die Leute, die dann noch gelebt haben in dieser Stadt, die quasi ihre Stadt zur Verfügung gestellt haben, die kamen halt irgendwann und meinten so, auch wann sind sie denn fertig? Weil wir haben ständig Sand in unserer Wohnung so. Das ist nicht so schön. Aber äh, wenn sie jetzt in den nächsten zwei Wochen fertig werden, dann würden wir das noch aushalten. Also auch sehr interessant. Ich ja. finde teilweise die Entstehungsgeschichte von bestimmten Filmen wesentlich interessanter als den Plot. Ja, definitiv. Ja. Wobei die Serie echt interessant ist. So also kann man sich wirklich mal angucken. So. Ja, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich dieses traurige Kapitel äh, zu den Akten legen. Und würde abschließen jetzt mit so einem Fazit von äh, Shermans Marsch. Äh, er ist dann am. Ähm, am 21. Dezember oder am 20. Dezember ist dann Savannah angekommen und sie haben Savannah eingenommen. Und die Leute waren natürlich extrem schockiert. Und dort hat er dann ein Telegramm an Lincoln geschickt, das lautete: Ich erlaube mir ihnen die Stadt Savannah mit 150 Kanonen, einer Menge Munition sowie etwa 25.000 Baum Ballen Baumwolle als Weihnachtsgeschenk zu bereichen. Und hat damit quasi verkündet, dass er die Konföderation in zwei Teile geteilt hat. Und damit war auch der, der Weg nach South Carolina offen. Und man schätzt, dass Sherman, äh, Shermans Truppen einen Schaden von 100 Millionen Dollar angerichtet haben. Also das ist, das ist für damalige Verhältnisse eine Summe. Also 1864 100 Millionen Dollar. Das ist eine Summe, dass man gesagt hat, der, der Georgia hat sich bis heute nicht davon erholt so bis heute noch gibt es Gegenden, die nie wieder annähernd die wirtschaftliche Kapazität erreicht haben. So ich kann das ja gerade mal ausrechnen. Eingreifend war dieser, ja während Marvin das ausrechnet. Ähm Und bis heute noch nehmen die Leute in, in, in Georgia, den im Süden auch gerade das immer noch übel. Und Marvin hat vorhin so eine interessante Geschichte erzählt. Wo war das? Wo sind die hinmarschiert? Und dann haben sie dieses Lied gespielt. Kannst du die Anekdote oder hast du die nochmal zur Hand? Also es gibt ja dieses Lied While We Were Marching Through oder Marching Through Georgia, der ja um der sich ja um Shermans Marsch durch Georgia dreht. Und dieses Lied wurde sowohl in, in Großbritannien als auch in Australien bei der Ankunft von Südstaaten-Soldaten gespielt, weil die örtliche Bevölkerung es sehr angebracht hielt, weil sie halt den, den Zusammenhang nicht verstanden haben. Das ist ja, die waren natürlich nicht begeistert. Ne? Aber das zeigt, das war wahrscheinlich das im Ersten oder Zweiten Weltkrieg, wahrscheinlich irgendwie, ne? Oder ja, im, im war Zweiten Weltkrieg war das. Also im Zweiten Weltkrieg, ja. als äh, amerikanische Soldaten bzw. Soldaten aus Georgia direkt Krass. Ähm, in Australien gelandet sind, haben die ja. äh, hat die örtliche Militärband äh, den March durch Georgia gespielt. Und dasselbe passierte auch in, äh, in vielen Orten in Großbritannien, weil sie es halt für. Ja, ich weiß nicht, ob sie sich einen, einen makabren Scherz erlaubt haben oder ob sie es wirklich nicht besser wussten. Ja, ich glaube wahrscheinlich haben sie es wirklich nicht gewusst. Äh, naja, also wie gesagt, 80 Jahre später und trotzdem ist es noch Thema. Heute ist es auch noch Thema. Ähm, Übrigens ja. möchte ich sagen, die, diese 100 Millionen Dollar 1864 sind heute wert. 1,8 Milliarden Dollar. Das ist ein heftiger Schaden. Das ist ein heftiger Schaden. Ja, das ist heftig. Naja, damit äh, wären wir jetzt mit dem Thema so weit durch. Ähm, das war im Wesentlichen das Jahr 1864 des amerikanischen Bürgerkrieges. Klar, wir sind nur auf einen Bruchteil der Sachen eingegangen, die passiert sind. Dafür muss man wirklich Bücher, Bücher lesen. Und ich empfehle hier dieses Buch. Ähm, das ist eine ganz gute Zusammenfassung von James M. McPherson Für die Freiheit sterben. Der hat für den Pulitzer Preis bekommen. Das ist ein äh, Monumentalwerk. Ich weiß nicht, wie viel sein. Das ist ein richtiger Wälzer mit fast 1000 Seiten und auch 200 Seiten Quellenangaben. Äh, also, es ist ein sehr dicker Wälzer, aber macht sehr viel Spaß zu lesen. Und. Äh, abschließend noch zwei Sachen. Äh, und zwar zum einen möchte ich noch was über den Arlington Cemetery sagen. Und zwar es gab einen Mann, ich glaube der hieß Max mit Nachnamen, und der hat einen Friedhof sozusagen angefangen aufzubauen für die Toten der Union. Und der hat diesen Friedhof angelegt, weil man dieses Gebiet schon besetzt hatte, auf Lee's ehemaligem Grundstück. Und hat dort quasi die ganzen Soldatengräber aufstellen lassen, sodass sollte Lee jemals zurückkommen und dort in der der seinem Haus wieder. Ah, danke. Äh, und sollte Lee jemals zurückkommen, dann würde er mitten in einem Friedhof leben würden, äh, leben müssen. Und da Max Sohn auch gefallen ist, quasi, sagt man so, er hat. Quasi den, den Tod seines Sohnes bis vor Lee's Haustür getragen, weil sein Sohn auch auf dem Arlington Cemetery begraben wurde. Ja, kann man jetzt sehen, wie man will, aber auf jeden Fall glaube ich, ist das wahrscheinlich schon gerecht für das, was Lee mit verursacht hat an Toten, dass er halt sein Privatgrundstück dafür hergeben muss, dass daraus ein Soldatenfriedhof wird. Und strategisch kann man sagen, jetzt für Sherman lag der Weg nach South Carolina offen. Er war jetzt in Savannah in Georgia und konnte jetzt im Jahr 1865 könnte er jetzt nach South Carolina marschieren und damit endgültig den Nachschub für Lee's Armee abschneiden und damit den Krieg endlich beenden. Ja, ich hoffe, es war interessant für euch. Wie gesagt, für mich ist das ein sehr, sehr spannendes äh, Kapitel der Geschichte. Äh, demnächst wird es dann weitergehen. Werden wir uns ein bisschen in die Zukunft bewegen und werden mehr Richtung Osten gehen, in die Sowjetunion wahrscheinlich wieder. Warte mal, ich habe noch eins für dich. Ja, 1882 wurde nach langen Prozessen die Frage der Eigentümerschaft vor dem, vor dem Supreme Court geschafft, also vor das oberste Verfassungsgericht. Mhm. Der Gericht entschied zugunsten der Familie Lee. Der Kongress beschloss daher eine Entschädigung von 150.000 Dollar. Oh, ja. Ja. Hat der Hund tatsächlich noch geklagt. Gibt's doch nicht. <laughs> na gut danke für diese Info, gerne weil es ja. hat mich auch interessiert die werden doch da irgendwas, das wird da doch nicht das wird er doch nicht äh, äh, so hingenommen haben, im übrigen liegt auf dem Arlington Cemetery auch ein, ein Finne nämlich Lauri Alantorni und das ist der einzige SS Soldat oder beziehungsweise der einzige Soldat der Waffen-SS, der auf dem Arlington National Cemetery bestattet ist Ach, krass. Ein Finne. Das ist interessant. Aber ist er nach dem Krieg gestorben? Oder während des Krieges? Ja. Oder? Das ist ja dieser, wenn du das Lied von Sabaton kennst, Soldier of Free Armies. Da hat er erst für die Finnen gekämpft Ach, im Winterkrieg. Ja, alles klar. Hm. Dann okay. Nachher zur Waffen-SS gegangen und war dann als Green Beret in Vietnam und ist dort bei einem äh, Hubschrauberabsturz gestorben. Ja, ich erinnere mich, ja. Sehr interessant. Ja, damit äh, verabschiede ich mich und. Würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Metal off.